Ladies and Gentlemen, willkommen zu Age of Empires 2 Definitive Edition. Wir haben ein episches Abenteuer vor uns. Age of Empires 2 ist eines der mächtigsten, besten Strategiespiele, ja, ever, würde ich mal behaupten. Ich habe es schon in der Standardvariante besitze ich. Ich besitze es in der HD-Version, die ich mal im Sale geholt habe mit den Add-ons. Obwohl ich zugeben muss, zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich schon vor, damit anzufangen, ein Let's Play dazu zu machen. Und jetzt kam ja die Definitive Edition vor einiger Zeit raus und ich habe sie mir auch wieder gegönnt. 20 Euro für so ein klasse Spiel mit so viel Inhalt, mit so viel geballtem Inhalt und so vielen Verbesserungen. Worth, absolut worth. Und ohne lang großartig noch was zu erzählen, gehen wir einfach mitten in die William Wallens Kampagne, in die allererste Kampagne. Die dient nämlich auch als Tutorial für das ganze Spiel. Und ja, dann sehen wir, was für eine Art Spiel das so ist. Wir sehen auch erstmal, wir haben Massenkampagnen. Ein solches Symbol ist eine Kampagne mit meistens mehreren Missionen. Was wir jetzt bei William Wallace, der ersten Kampagne des Hauptspiels, auch kennenlernen. William Wallens Lernkampagne. Die Krieger Schottlands versuchen den Einmarsch des besser ausgerüsteten englischen Heeres aufzuhalten. Erlernen sie die Grundlagen von Age of Empires 2 Definitive Edition, wie sie eine Wirtschaft aufbauen, wie sie ihre Soldaten ausbilden und zu guter Letzt, wie sie ihren Feind bekämpfen und besiegen. Wenn sie sich noch nicht mit Echtzeitstrategiespielen auskennen, werden sie hier alles Notwendige lernen. Wenn sie Age of Empires schon im Original gespielt haben, dann können sie gleich zu neuen Funktionen wie dem Sammeln von Reliquien und der Belagerungskunst überspringen. Nein, wir gehen von Anfang an durch und dieses Video wird ziemlich lang werden wahrscheinlich, weil ich habe vor, alle sieben Missionen mit euch jetzt gemeinsam durchzumachen. Allerdings muss ich dazu sagen, die ersten sind ziemlich schnell zu Ende. Also wird zum Beispiel am Anfang wird bewegen und sowas erklärt und dann später kann man auch mal kämpfen. Geil ist auch bei Age of Empires 2, was ich auf jeden Fall noch hervorheben muss, die Geschichte. Also wir haben hier wirklich Geschichtsbeibringen. Ich kann mich gut daran erinnern. Ich hatte einen Kumpel in der Schule früher, der war in Geschichte so ein Ass. Warum? Weil er Age of Empires, Age of Empires 2 und Civilization durchgesuchtet hat. Der hatte in Geschichte spielend einzeln. Er wusste alles immer in Geschichte, weil eben diese Spiele neben geilem Content auch viel Geschichte beibringen. Freedom! Wir sind ohne Anführer. Der verstorbene König Schottlands hat keine Erben. Von Süden her naht ein Krieg. Edward Longshanks, der habgierige König Englands, ist von seinen erfolgreichen Feldzügen in Wales und Frankreich zurückgekehrt. Nun, da Longshanks seine Aufmerksamkeit auf Schottland richtet, verbreitet sich im schottischen Hochland Angst und Schrecken. Die Engländer verfügen über Tausende von walisischen Langbogenschützen, Hunderte von Rittern auf Pferden und Dutzende Belagerungswaffen. Wir Schotten haben nur eine Bande unausgebildeter Soldaten, die nicht einmal in einer geraden Reihe marschieren können. Wir müssen schnell handeln. Wenn unser Widerstand überhaupt eine Chance haben soll, müssen wir jetzt mit allen Mitteln ein Heer aufstellen. Okay, ja, die Engländer gegen die Schotten. Ihr kennt vielleicht hier den Film mit, Braveheart. Sehr gute Anlehnung, prinzipiell. Ähnliche Story. So, ja, wir lernen jetzt in der allerersten Mission, wie wir uns bewegen in dem Spiel. Übrigens, ich habe zwar ein bisschen geübt, mit den Hotkeys zu arbeiten, allerdings muss ich zugeben, ich bin wahrscheinlich nicht der beste Spieler in dem Spiel, hier auf E-Sport-Niveau, aber ich habe Spaß dran. Sagen wir es so, das ist das Wichtigste. Und wir werden zum Sieg geführt, durch mich. Das kann ich vergewissern. Dementsprechend passt es schon. Wie kriege ich diese Tooltips weg? Sind die im Spiel dann noch weiterhin? Das muss ich herausfinden, welche Option es ist. Dieses Untertitel-Anzeigen da unten links, das geht mir ein bisschen auf den Zeiger, aber gut. Folgen Sie den Anweisungen, um das schottische Dorf zu erreichen. Wir haben sogar Hinweise, die gab es schon in Age of Empires 1. Da gab es sogar richtige Hinweise, was man so zu tun sollte. Kleine Geheimnisse und sowas. Kann man sich anschauen, muss man aber nicht. Zum Beispiel, Sie können mehr von der Karte sehen, indem Sie Ihre Maus an die Ränder des Bildschirms bewegen. Bewegen Sie Ihre Maus beispielsweise an den unteren Bildschirmrand, um nach unten zu scrollen. Der Späher berichtet, die vor uns liegende Straße führt in ein nahegelegenes schottisches Dorf. Der Späher ist, glaube ich, neu. Na gut. Die
Engländer terrorisieren ganz Schottland und es ist an der Zeit, zurückzuschlagen. Aber wenn wir sie besiegen wollen, muss jeder von uns lernen, zu marschieren und zu kämpfen. Folgen Sie dem Weg bis zur blauen Flagge. Klicken Sie zuerst auf den Soldaten. Gut, jetzt ein Rechtsklick neben die blaue Flagge. Gut, bewegen Sie sich jetzt zur nächsten Flagge. Klicken Sie auf den Soldaten, dann mit einem Rechtsklick neben die Flagge. Das alles hier angezeigt wird. Ah, was ist das für eine Option? Schauen wir doch mal. Benutzeroberfläche, Maus und Fenster, Schrifttyp ohne Serifen, Zwischensequenz, Texte und spezifische viele. Farben, blablabla. Lesbarkeitselemente. Sie Texthintergrund. Nein. So, bestätigen. Erlaubt? Das ist es nicht. Schauen wir mal. Lesbarkeitselemente. Was auch immer das ist. Nein, das ist auch nicht. Verflucht. Position. Quick-Info. Aus. Ah. Schwebend. Ah ja. Nee. Quick-Info müssen raus. Die stören mich absolut. Auch wenn es manchmal ganz nett ist, hier angezeigt zu bekommen, was es ist, aber eigentlich Quick-Info nach kurzem drüberhaveln wäre geil. Aber das gibt es hier nicht. Tooltip, nee, eine Verzögerung oder so, nein. Gut, ohne Quick, ohne die Infos ist es mir lieber. So, ich muss mir erstmal dran gewöhnen. Ich würde gerne mit WASD eigentlich hier Map bewegen. Vielleicht werde ich Hotkeys ein bisschen umlegen. Andererseits sind die Hotkeys echt gut gelegt von Basis hier. Mit WASD oder halt prinzipiell symbolisiert es die Tastatur, was ich hier drücke. Kogo, okay. Wir haben hier eine Einheit, prinzipiell an Milizsoldaten und das soll wahrscheinlich William Wallace sowas in der Art sein. In dieser Mission haben wir jetzt keine große Herausforderung. Wir müssen einfach uns bewegen zum Dorf und haben dann prinzipiell schon gewonnen. Also dementsprechend würde ich vorschlagen, wir genießen einfach den Weg und das Spiel erklärt echt wirklich vieles. Ich kann jetzt einiges über das Spiel erzählen, aber das meiste wird jetzt wahrscheinlich sowieso erklärt. Wie zum Beispiel Wegen. Wir bewegen uns jetzt einfach mal wie gezeichnet. Um zur nächsten Flagge zu gelangen, müssen Sie durch das schwarze Gebiet marschieren. Wenn Sie sich in das schwarze Gebiet hineinbewegen, wird mehr von der Landkarte aufgedeckt. Der schwarze Bereich steht für nicht erkundetes Gebiet. Das ist schon alles. Gehen Sie jetzt zur nächsten Flagge. Dort werden Sie auf ein paar verbündete Soldaten treffen. Ausgezeichnet. Oh ja. Ein Ritter und weitere Milizsoldaten. Um alle Soldaten auf einmal zu bewegen, ziehen Sie bei gedrückter Maustaste einen Rahmen um diese. Ein Rechtsklick bewegt die Einheiten. Gehen Sie mit den Soldaten zur nächsten Flagge. Genau. Ja, das Spiel fängt wirklich bei Adam und Eva an mit der Erklärung. Aber das ist auch wichtig. Ein englischer Außenposten kontrolliert die Straße vor Ihnen. Scrollen Sie dorthin, indem Sie den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand bewegen. Klicken Sie dann auf den roten Außenposten. Gut. Scrollen Sie jetzt zurück, bis Sie Ihre Soldaten wiedersehen, indem Sie den Mauszeiger an den unteren Bildschirmrand bewegen. Wählen Sie die Soldaten aus, indem Sie neben sie klicken und einen Rahmen um sie herumziehen. Angriff auf den Außenposten mit Rechtsklick. Vernichtet ihn! Zum Außenposten. Jetzt ist der Moment gekommen, ihn zu reißen. Das sieht ein bisschen unsauber aus. Habe ich die höchsten Einstellungen oder... sieht nicht so HD-mäßig aus, nicht wahr? Ah, wie die jetzt zusammenfallen, das ist neu. Das ist jetzt in der Definitive Edition neu, das Gebäude so zusammenfallen. Sollte die englischen Angreifer aufhalten. Oh ja. Oh, wir gehen den Weg weiter bis zum Dorf. Und kommen zum Dorf. Sehr schön. Damit haben wir die erste Mission geschafft. Willkommen zu Hause. Danke. Warten Sie, die Engländer sind wütend, weil sie ihren Außenposten zerstört haben. Sollen nur herkommen, um ihr Dorf anzugreifen. Wir haben einen Ritter. Der Ritter macht euch weg. Klicken Sie auf Ihre Soldaten, dann rechtsklick auf die roten englischen Soldaten, um anzugreifen. Easy. Wenn Sie besiegen, haben Sie Ihre erste Schlacht gewonnen. Oh ja, wir haben uns gewehrt. Sie, wie Sie sich gegen das englische Heer wehren Engländer können. Engländer besiegt. Nice. Ja, das war sozusagen die Basics der Bewegung. Alles noch ziemlich chillig.
Ich kann mich erinnern, bei Age of Empires, wo ich übrigens auch die Definitive Edition mir geholt habe, aber ich muss zugeben, das ist ein bisschen klankiger, das ist nicht so schön wie Age of Empires 2 zu spielen. Aber vielleicht, wenn ihr Interesse daran habt, später mal. Auf jeden Fall bei Age of Empires 2, da hat man auch ziemlich basic angefangen. Ich glaube, die allererste Mission, da hat man erstmal bloß Nahrung gesammelt und Einheiten, Dorfbewohner produziert. Das kommt jetzt wahrscheinlich auch demnächst. Schottland hat jetzt Soldaten, wenn auch nur wenige. Wollen wir es aber mit der Gier von Edward Longshanks aufnehmen, brauchen wir weitere Rekruten und sehr viel mehr Gold in unseren Truhen. Die alten Steine und Eichen des Umlands werden schon bald mit dem Blut der Clans getränkt sein. Oh ja, das war sozusagen das Auto. Das finde ich cool. Früher gab es in den anderen Age of Empires 2 Teilen zwar ein bisschen, ja, angepasstere Stimmen, also die haben es komplett neu vertont in der Definitive Edition, aber ich finde es so auch in Ordnung. Also früher haben sie halt versucht, so, der hat halt versucht, dann jetzt schottisch zu, einen Akzent auf Deutsch hinzubekommen, später bei den Franzosen einen französischen Akzent und so weiter und so fort. Jetzt ist es halt dafür ein bisschen professioneller, würde ich sagen. Also besser, glaube ich. Theoretisch nach jeder Mission oder jedem Spiel haben wir noch weitere Anzeigemöglichkeiten. Hier gibt es viel, für vieles Punkte. Ihr habt ja unten rechts den Punktcounter gesehen. Ist besonders im Multiplayer dann ziemlich interessant, um zu sehen, wer ist denn jetzt so vorne hier. Ich muss zugeben, früher auf LAN-Partys super gerne Multiplayer, aber hier, da bin ich ein bisschen zögerlich, also ich traue mich erstmal noch nicht in Rank rein. Vielleicht irgendwann später, die Kampagnen haben jetzt erstmal Vorrang, dementsprechend schauen wir mal. Früher, da habe ich immer gerne 3 vs. 3 gespielt und da war ich meist so gerne in der Mitte und habe mich um die Wirtschaft gekümmert. Ich habe dann meine Verbündeten sowas von mit Ressourcen vollgepumpt und defensive Einheiten gebaut, um uns zu verteidigen, dass die Gegner meistens keine Chance hatten, wenn sie nicht eine ähnliche Strategie gefahren haben. Weil ich habe gerne Chinesen gespielt, die haben eine brutal geile Fernkampfeinheit. Chukunus, ich weiß nicht, wie die ausgesprochen werden. Die haben prinzipiell eine Armbrust, die, glaube ich, 3 oder 4 Pfeile auf einmal schießt und geil. Oder Bolzen in dem Fall. Richtig geil. So, zur Kampagne zurückkehren. Das war Nummer 1. Ah, ich wollte gerade sagen, früher war das dann ein goldenes Symbol. Jetzt haben wir hier ein... Ist das eine Bronzemünze? Wir sind ohne Anführer. Habe ich da bloß Bronze? Gibt es da Bronze, Gold und Silber oder sowas? Das stört mich ein bisschen. Übrigens, die KI-Schwierigkeit könnte man erhöhen und sowas. Wäre vielleicht gut, um zu trainieren. Allerdings, ich habe Angst, dass es bei der Kampagne irgendwas kaputt macht, wenn ich die KI weg vom Standard nehme. Aber wenn die KI auf einmal stärker wird, die neue KI in der Definitive Edition cheatet zwar nicht mehr, aber trotzdem, wer weiß, was dann schief gehen kann. Deswegen lasse ich es auf Standard, einerseits, weil es angenehmer ist fürs Let's Play, um voranzukommen. Und andererseits, ja, weil ich Angst vor solchen Bugs habe. Wobei das selten vorkommen sollte. So, die Versorgung des Heers, kümmern wir uns darum. Mit vollem Magen marschiert es sich besser, wie man so schön sagt. Unsere Clans haben schon seit Jahrhunderten dieses Land bestellt und Schafe gezüchtet. Ein ganzes Heer mit Proviant zu versorgen, ist jedoch eine ganz andere Sache. Ohne eine starke Wirtschaft werden die wenigen Truppen, die wir versammeln konnten, wieder in sich zusammenfallen. Das ist meine Spezialität. Starke Wirtschaft. Darum kümmern wir uns jetzt. Sammeln Sie 50 Nahrung, 50 Holz, 50 Gold. Was gibt es für Hinweise? Dorfbewohner können Nahrung, Holz, Gold und Steine sammeln. Das sind die 4 Ressourcen in diesem Spiel. Diese für den Bau ihrer Gebäude, die Entwicklung von Technologien und die Ausbildung von Soldaten brauchen. Danke für den Hinweis. Ja, das ist wirklich nach diesem Part hier oder nach der Kampagne, wenn ihr sie selbst spielt, dann habt ihr auf jeden Fall alles Nötige gelernt. Das ist echt eine gute Kampagne. Ihre Späher berichten, es befinden sich Goldvorkommen im Nord- und Südosten des Dorfzentrums. Ah, sowieso, wenn man unten rechts schaut, eine recht große Map, also vieles hier zu tun. Es gibt keine Gegner, gehe ich mal davon aus. Es wird wahrscheinlich eher ein friedliches Szenario, eher Wirtschaft und alles sein. So. Okay. Um das schottische Heer zu unterstützen, müssen sie ihre Rohstoffvorräte aufstocken. Für einen Sieg sammeln sie 50 Nahrung, 50 Holz und 50 Gold. So. Klicken Sie auf einen Dorfbewohner, um Dorfzentrum. Wichtige Taste. Untätiger Bauarbeiter war... Also habe ich mir schon gemerkt.
H und dann Qs drücken, um zum, also das wäre Q, also weil das oben links Q, darunter eine Schaltfläche wäre A, darunter eine Y, das müsste dann B sein? Aha, ja tatsächlich. Oh, der reagiert nicht mehr. Frech. Genau, so in etwa ist, sind die Hotkeys angeordnet von diesen Gebäuden und so. Ziemlich praktisch. Aber untätige Bauer, untätige Bewohner, schauen wir mal schnell. Hotkeys, weil wir wollen es ja schon mal ganz... Oh Gott. Einheit löschen hier, Einheit löschen. Es gibt für vieles Hotkeys. Sehr vieles. Und da ich die nie früher gespielt habe, ich bin immer ein Maus- und Tastaturkind gewesen. Also Maus hauptsächlich. Dementsprechend, puh. Ich werde es noch herausfinden. Spielbefehle. Oh, da haben wir es doch. Umschalt plus Punkt. Gibt es auch einen nächsten Dorfbewohner aus? Umschalt plus Punkt. Dann Rechtsklick auf einen Beerenstrauch bei der blauen Flagge. Na gut. Pferdige. Im Statusfeld im unteren Teil des Bildschirms können Sie sehen, wie viel Nahrung der Dorfbewohner trägt. Er sammelt so lange von einem Beerenstrauch, bis er 10 Nahrung hat. Der Dorfbewohner wird weiter für Sie arbeiten und die Nahrung in das Dorfzentrum transportieren. Vielen Dank. Oh ja, arbeite schneller. In der Zwischenzeit kann ich ein bisschen was erzählen, nämlich, gibt mir das Tutorial jetzt Nahrung oder lässt es mich jetzt ewig warten? Ihre Nahrungsmenge wird in der oberen linken Bildschirmecke angezeigt. Zusätzlich zu Ihrem Nahrungsvorrat sehen Sie Ihren derzeitigen Vorrat an Holz, Gold und Steinen. Mehr Dorfbewohner Sie haben, desto schneller können Sie Rohstoffe sammeln. Weisen Sie Ihre Dorfbewohner an Nahrung zusammen. Halt, das möchte ich schnell mal ausprobieren. Der Punkt. Umschalt. Punkt. Ja, klappt. Wunderbar. Das wird eine Tastenkombination, die muss ich mir merken. Oder besser gesagt, umlegen. Ja. Das ist wahrscheinlich besser. Gut. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich hab's vergessen. Das tut mir leid. Schade, ich wollte euch einiges erzählen, aber der hat mich jetzt irgendwie dann doch rausgebracht. Kommt schon bestimmt irgendwann wieder. Ja. Prinzipiell. Großartig. Sie haben jetzt 50 Nahrung. Zum Gewinnen brauchen Sie noch 50 Holz und 50 Gold. Zum Holz sammeln klicken Sie auf einen Dorfbewohner, dann rechtsklick auf einen Baum. 50 Holz und das hieß ja, Gold ist hier irgendwo in der Nähe. Können wir Gebäude bauen? Wir könnten Gebäude bauen. Wir müssen nicht Gebäude bauen. Es reicht auch, wenn ein Dorfbewohner einfach das Gold findet. Suchen Sie im unbekannten Gebiet. Ja, das tun wir gerade. Übrigens, ich habe gerade hier einen Wegpunkt aktiviert, also mit Umschalttaste und rechter Maustaste kann man sie bewegen lassen. Also ich klicke dann halt sozusagen die nächsten Tätigkeiten. Das kennt man ja aus vielen, vielen anderen Spielen. Vielen Strategiespielen. Sie haben jetzt genug Holz. Ja, jetzt fehlt mir noch das Gold. Ich habe ein bisschen mehr Zeit gelassen, deswegen habe ich es noch nicht gefunden. Auch recht, dass es so weit weg ist. Wo haben die gesagt, war nochmal das Gold? Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Bam, 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 bam. Dum, bam. Übrigens, ich hätte auch weiter. Na, könnte ich? Tatsächlich. Nein, ich müsste Häuser. Kommt gut. Sie haben Gold gefunden. So, es reicht, wenn alle einmal Gold holen, dann müssen wir nichts hinbauen. Und dann haben wir schon gewonnen. Dann haben wir sozusagen die Grundversorgung für unsere Rebellion gesammelt. Ja, theoretisch Steine gibt es auch noch, die haben graue, die sehen ähnlich aus wie Goldhaufen, bloß halt haben ein graues, Design. Wegfindung ist noch nicht top-notch. Blieb da einfach stehen, frech wie er ist. Das ist gefährlich. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Es gibt nicht nur dieses Tutorial, nein, es gibt auch prinzipiell in der Definitive Edition ein zusätzliches Tutorial. Da wird extra so Multiplayer... Taktiken für... Halt, du gehst erstmal auch nicht zurück. Multiplayer-Taktiken für Wirtschaftsaufbau und für schnellen Angriff beigebracht. Ziemlich Beat geil fair. Eigentlich. Beat fair. Ich habe da das schon gemacht, habe es auf Silber abgeschlossen, bin damit stolz. Sie haben jetzt genug Gold. Ja. Also ein bisschen was kann ich.
Reicht zwar nicht für Goldmedaille, aber ich habe angeblich... Sie sind auf dem Weg, eine ganze Stadt zu bauen. Es hieß angeblich auch, dass Gold gar nicht mehr so leicht ist. Nicht mal für richtige Pros. So, was mich die ganze Zeit juckt, ist Leaf Map. Warum ist da nicht auf Deutsch? Also, Bugs. Naja. Seinem schlechten Ruf zum Trotz hat Edward Longshanks in Wales, England und Frankreich sehr effektive, wenn auch grausame militärische Taktiken unter Beweis gestellt. Er ist in der Tat ein fürchterlicher Feind. Die Engländer haben die Stadt Berwick-upon-Tweed geplündert. Ich wünschte, ich könnte es einen Kampf nennen, doch es war das reinste Massaker. Wenn unser Heer nicht bald Gestalt annimmt, werden weitere Gemetzel folgen. Ich bete, dass wir vor Longshanks Eintreffen bereit sind. Oh ja, es geht los. Also, wer Braveheart kennt, der wird die Story auch in etwa kennen, die jetzt so passiert wird. Und das ist ja Geschichte, weil Age of Empires basiert auf Geschichte. Ich muss zugeben, noch besser finde ich Age of Mythology. Coole Musik. Weil ich mag diese Note an Mystik, an Magie und sowas. Das fehlt in dem Spiel halt. Das ist halt komplett historisch und Mittelalter prinzipiell. Das Ausbilden der Truppen. So, jetzt stellen wir ein Heer auf und dann forschen wir und dann geht's zur ersten Schlacht. Dann gehen wir in Bündnis ein und dann geht's zur maximalen Schlacht. So geht's weiter. In allen Dörfern des Hochlands sprechen die Menschen von den Gefechten zwischen Schottland und England. Diese Woche haben wir die Stadt Dunbar verloren. Die schottischen Verteidiger lösten ihre Reihen auf und flohen. Die Engländer haben eine größere und besser ausgebildete Truppe. Um mit ihnen mitzuhalten, brauchen wir neue Rekruten, die Speer, Schwert oder Bogen aufnehmen. Wir müssen diese Schäfer zu Soldaten machen. Tja, in dem Fall heißt es Flugscharen zu Schwerter. Bilden Sie 4 Milizsoldaten aus. Erkunden Sie immer die Karte, das ist notwendig, um weitere Rohstoffe zu finden und Informationen über Ihre Gegner zu sammeln. Speerbrechten, wir haben nichts von unseren Speeren gehört. Vermutlich haben sie sich in den Wäldern verirrt. Okay, Witze sind auch dabei. Wir brauchen zur Verteidigung unseres Heimatlandes viele Soldaten. Okay. Um zu gewinnen, müssen sie 4 Milizsoldaten bauen. Zuerst erschaffen wir Dorfbewohner. Klicken Sie auf Ihr Dorfzentrum und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Dorfbewohner erschaffen hier? Unten links. Cool. Es dauert ein wenig, bis der Dorfbewohner erscheint. Cool. Haben Sie ein Dorfzentrum ausgewählt, können Sie den Vorgang im Statusfeld im unteren Bildschirmteil verfolgen. Gut gemacht. Der Dorfbewohner erscheint in der Nähe. Moment, mir fällt gerade auf. Könnte es sein, dass die Spielgeschwindigkeit reingeht? Die ist schon schnell. Okay. Kommt sie wegen langsam vor. Dorfzentrums. Erschaffen Sie noch einen Dorfbewohner. Sie brauchen weitere Gebäude, um Ihre Bevölkerung unterzubringen. Klicken Sie auf einen Dorfbewohner, um ein Haus zu bauen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Gebäude, auf Haus bauen und dann auf die Stelle, an der Sie das Haus errichten wollen. Ich suche eigentlich jetzt Nahrung und wir haben jetzt Häuser gebaut. Häuser erhöhen dieses Einheitenlimit, weil wir haben bloß 5 im Anfang. Dorfbewohner ein Gebäude errichten, geht es schneller voran. Ja, wir haben aber keine Eile. Gut, versuchen Sie ein weiteres Haus zu errichten. Mache ich. Habe ich schon vorgedacht. Ich suche trotzdem Bären oder irgendwas zum Einheiten beherbergen. Die Bevölkerungsanzeige im oberen Bildschirmteil zeigt die aktuelle Bevölkerungszahl an. Ja. Jetzt werden auch wieder neue produziert. Hier oben sieht man das. Das ist neu, andere Gebäude, dass man das da drin sehen kann. Wie Häuser. Errichten Sie eine Kaserne. Sie ist ein Militärgebäude. Ja, aber ohne Nahrung kann ich nichts ausbilden, Junge. Das ist problematisch, aber gut. Lauf mal da weiter. Okay. Hier gibt es anscheinend bloß Holz. Dann bau doch mal ein Militärgebäude. Nimm ich eine. Eine Kaserne. So, scheinbar habe ich hier nur Holz. Warte mal, wenn ich nur Holz habe, dann darf ich nicht so viel ausbilden. Dann baue ich ein bisschen für prinzipiell die Milizsoldaten. Sonst kann ich keine 4 Milizsoldaten ausbilden. Die kosten nämlich Nahrung. Und Gold, glaube ich. Das ist frech, dass es hier keine Nahrung gibt, oder bin ich blind?
Ja, also wirklich keine Nahrung. Hätte er mir Nahrung gegeben oder so, wenn ich die Nahrung komplett ausgegeben hätte? Die Kaserne ist fertig. Jetzt können Sie Soldaten erschaffen. Klicken Sie auf die Kaserne und auf Milizsoldat erschaffen. Je nach Gebäude oder Einheit haben Sie im unteren linken Bildschirmbereich verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Werden die Kosten nicht angezeigt? Interessant. Warum werden die Kosten nicht angezeigt? Ist das etwa eines von den Tooltips, die ich ausgeschaltet habe? Das ist dann bitter. Eine Milizsoldateinheit. Bauen Sie noch 3 und Sie haben genug Soldaten, um... Das müssen wir testen. Diese Tooltips. Ah, das ist das Spiel. So komisches. Quick-Info. Ja, ich will das nicht haben. Zu verteidigen und das Szenario zu gewinnen. Uff, klicken ja, Sie auf die Kaserne, theoretisch. Dann 3-mal auf Milizsoldat erschaffen, um 3 Soldaten in bisschen Folge viele zu bauen. Informationen, oder? Ist jetzt gar nicht. Wobei, oh, fixiert Tooltip-Skalierung. Vielleicht ist es zur Hälfte. Ja, das könnte vielleicht annehmbarer sein. Ja, ich denke, so ist es hinnehmbar. Weil ganz ohne Kosten bei vielen verschiedenen neuen Völkern besonders, ist dann auch wieder blöd. Ja. Wir warten jetzt noch kurz und haben gleich gewonnen. Sehr gut. Eine Armee ist da. Einige Soldaten und können das Gebiet gegen die Engländer verteidigen. Sollen nur herkommen. Oh yeah. So, Armee steht. Jetzt müssen wir noch ein bisschen hier sie ausstatten. Wir haben jetzt das Nun, da wir entlang unserer Grenzen Milizen stationiert haben, lassen die Überfälle der Engländer nach. Doch Longshanks Heer ist nicht so einfach abzuwehren. Der bösartige englische König hält immer noch seine berüchtigten Langbogen in der Hinterhand. Unsere Milizsoldaten sind dem nicht gewachsen. Wir brauchen fortschrittlichere Waffen. Oh ja, und deswegen müssen wir jetzt forschen und uns weiterentwickeln. Im Süden gehen Gerüchte von einem Giganten um, der die Truppen Schottlands anführen und mit seinem Großschwert Erde, Menschen und Pferde gleichermaßen spalten soll. Wenn dieser sagenhafte Ritter den Vormarsch Englands aufhalten kann, gewinnen wir mehr Zeit zur Entwicklung unserer Waffen. Schon jetzt stellen unsere Schmieden Schwerter her und unsere Pfeilmacher produzieren Pfeile und Bolzen. Ja, stimmt, die Milizsoldaten hatten bloß Keulen, oder? Um zu gewinnen, müssen sie zur Feudalzeit voranschreiten und die englischen Angriffe abwehren. Die Feudalzeit, Age of Empires 2, wir sind jetzt gerade in der dunklen Zeit. Dann kommt die Feudalzeit, die Ritterzeit und die Imperialzeit, also 4 Zeitalter gibt es. Wobei, es gibt sogar noch eine davor, ich glaube vor der dunklen Zeit gibt es, oder die dunkle Zeit gibt es, egal. Auf jeden Fall, wir haben diese Zeiten, durch Technologien gehen wir normalerweise in Zeiten höher und das, was neue Technologien, neue Stärken und Gebäude und alles freischaltet, und so weiter und so fort. Ihre Soldaten werden feindliche Soldaten in der Nähe automatisch angreifen. Sie können außerdem Ihre Soldaten auswählen und mit der rechten Maustaste auf eine spezifische feindliche Einheit klicken, um den Angriffsbefehl zu geben. Ja, das ist manchmal nützlich. Ihr Dorf ist von Wäldern umgeben, aber das bedeutet nicht, dass es sicher ist. Englische Soldaten durchstreifen, rauben, plündern das Gebiet. Sollen sie da kommen? Sollen sie da kommen? Die Engländer verwenden fortschrittliche Waffen und Rüstungen. Um zu gewinnen, müssen sie zur Feudalzeit voranschreiten und die englischen Angriffe abwehren. Um ihre Zivilisation zu stärken, werden sie eigenständig einige Technologien entwickeln müssen. Durch die Entwicklung des Webstuhls werden ihre Dorfbewohner widerstandsfähiger. Wollen sie diesen entwickeln, klicken sie auf das Dorfzentrum und anschließend auf Webstuhl entwickeln. Okay. Soll ich den sofort entwickeln, wie es scheint? Ja, dann entwickeln wir den halt, wenn's das Spiel sagt. Die Entwicklung von Technologien kostet Rohstoffe, wertet aber auch ihre Zivilisation auf. Während sie Technologien entwickeln, lassen sie die Dorfbewohner arbeiten und erkunden mit dem Militär das Gelände. Holla! Wie viel Schafe habe ich denn bitte? Schafe geben nämlich normalerweise schneller Nahrung als Bären, wobei... Das ist jetzt gar nicht recht gesagt. Aber die gehen halt irgendwann drauf. Also, die gehen drauf, wenn man sie schlachtet. Und dann sind sie irgendwann aufgebraucht, die Schafe. Genauso wie die Bärenbüsche. Ist immer wichtig, am Anfang gute Nahrung zu haben.
Kia. So. Nahrungstechnisch haben wir auf jeden Fall vieles. Wenn sie ein neues Zeitalter erreichen, werden neue Technologien und Gebäude verfügbar. Um von der dunklen Zeit zur Feudalzeit aufzusteigen, benötigen sie 500 Nahrung. Ja, das kriegen wir hin. Aber erstmal genügend Leute produzieren. Wir haben sehr viel Platz. Wir können also viel machen. Ich gehe mal davon aus, dort oben ist jetzt nichts. Stattdessen kommen, wenn Gegner von hier unten, können die von hier unten kommen? Oder spawnen in Kampagnen einfach so mal Gegner? Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, hier kann man rüberlaufen. Okay, wenn, dann kommen wahrscheinlich von hier Gegner irgendwie. Ja, das ist dann so. Ich gehe mal davon aus, es gibt auch hier noch keine großartigen Gegner. Können die Dorfbewohner jetzt Schafe züchten oder Wildjagen? Schafe züchten. Züchten jetzt weniger. Das wäre geil, wenn man den züchten könnte. Beziehungsweise mehr hätte. Aber hat man leider nicht. Prinzipiell, um in die dunkle Zeit voranzuschreiten, braucht man nicht nur 500 Nahrung, wir brauchen auch zwei Gebäude aus der aktuellen Zeit. Heißt, das ist ein Gebäude, das ist ein Gebäude, das ist ein Gebäude. Das wäre ein Gebäude aus der aktuellen Zeit. Da wir im Moment eher am Nahrungssammeln sind, können wir hier Mühle bauen. Der geht dann automatisch auch zum Bärensammeln danach weiter. Wie man sehen kann, die metzeln gerade alles an Fleisch nieder, was in der Nähe des Dorfzentrums ist. Ist auch wichtig, dass alles in der Nähe des Dorfzentrums ist. Erstens, die Dorfbewohner können sich theoretisch da rein verkriechen und dann Pfeilen auf Gegner in der Nähe schießen. Was allerdings eine schlechte Taktik ist, weil dann arbeiten die Dorfbewohner in der Zeit nicht. Also Wirtschaft ist wichtig in dem Spiel. Trotzdem, ich werde es wahrscheinlich häufiger machen. Eine neue Komfortfunktion. Sie haben genug Nahrung, um zur Feudalzeit überzugehen. Allerdings brauchen Sie noch zwei Gebäude aus dem aktuellen Zeitalter. Sie können jetzt aus der dunklen Zeit zur Feudalzeit übergehen. Oh yeah. Klicken Sie auf Ihr Dorfzentrum und dann auf zur Feudalzeit voranschreiten. Gut, Sie sind auf dem Weg in die Feudalzeit. Halt, es kam noch kein englischer Angriff. Dann wird jetzt wahrscheinlich jetzt einer gespawnt, oder? Oder getriggert. Erwarten wir sie. Da könnten wir zum Beispiel die Glocke klingeln. Übrigens, ihr könnt die Glocke bei meinem Kanal aktivieren. Ach, da sind sie ja. Die wollen meine Kaserne kaputt machen. Easy. 3 gegen 8. Ihr merkt, sind die Zahlen nicht auf deren Seite. Gemetzelt. Die Schlacht ist vorüber. Erschaffen Sie in der Kaserne weitere Milizsoldaten, um Ihre Streitkräfte zu stärken. Könnten wir, müssen wir aber eigentlich nicht, aber egal. Wenn er es sagt, dann machen wir es. Diese Schlacht ist vorüber, aber der Krieg steht uns bevor. Oh ja. Erlaubt ist das. Milizsoldaten sind die schwächsten Einheiten, Angriffseinheiten, sagen wir so. Und sie sind auch nicht unbedingt gute Einheiten, weil sie kosten relativ viel für ihre Schwäche. Ah ja. Hier eine neue Komfortfunktion, dass Felder automatisch wieder genutzt werden. Was in Age of Mythology geil war, da hatte so ein Feld unendliche Ressourcen. Ich liebe Spiele mit unendlichen Ressourcen. Sie können Ihre Zivilisation aufwerten, indem Sie zum nächsten Zeitalter voranschreiten. Nahe der Minimap unten rechts ist die Schaltfläche untätige Dorfbewohner. Ein Klick darauf findet Dorfbewohner, die keine Aufgabe ausführen. In der Feudalzeit können Sie Ihre Milizsoldaten zu Schwertkämpfern aufwerten. Klicken Sie auf Ihre Kaserne, dann auf zum Schwertkämpfer weiterentwickeln. Oh ja, gute Sache. Durch die Weiterentwicklung zu Schwertkämpfern werden alle Ihre Milizsoldaten zu den mächtigeren Schwertkämpfern. Oh, Versorgung entwickeln. Die Technologie kenne ich gar nicht. Nett. Oh ja. Wenn wir eine Technologie entwickeln, werden alle Einheiten, die ich besitze von dieser Einheit, automatisch abgegradet. Das sehen wir jetzt gleich. Moment. Achtung. Und... Die Engländer greifen wieder an. Erteilen Sie ihnen mit ihren neuen Kriegern eine Lektion. Ja. Gemetzelt. Pogo, genau.
Okay, einer ist draufgegangen von meinem. Aber jetzt kommen die Schwerter gegen die Milizsoldaten zum Einsatz. Die Milizsoldaten hatten 4 Angriff, die Schwertkämpfer haben jetzt schon 6 Angriff. Wahrscheinlich auch 5 mehr Leben oder sowas. Ja, so muss es sein. Das dauert immer so ewig. Longshanks ist in die Stadt Perth eingefallen und hat sie geplündert. Schlimmer noch, er hat den legendären Stein von Scone geraubt und sich selbst zum König Schottlands ernannt. Wenn wir nicht bald auf dem Feld siegen können, wird das schottische Heer zu demoralisiert sein, um den Kampf fortzuführen. Wenn dieser legendäre schottische Gigant wirklich existiert, so wünsche ich mir, dass er seine Streitkräfte nach Stirling bringt, wo unsere nächste Schlacht bevorsteht. Ach, ist William Wallace der Gigant? Ja, kann auch sein. Kann mir nur mal ganz erinnern. Wahrscheinlich ist es so. Okay, dann auf zur Schlacht von Stirling. Die Zeit für kleine Scharmützel ist vorüber. Jetzt bereiten wir uns auf den Krieg vor. Longshanks ist im Begriff, den Fluss Forth zu überqueren und die Stadt Stirling mit einer Streitmacht aus Schwertkämpfern, schwerer Kavallerie und Bogenschützen zu bedrohen. Unser neu geschaffenes Heer marschiert gen Süden, um einen eigenen Stützpunkt zu errichten und die Engländer anzugreifen, bevor diese bereit sind. Oh ja, die erste Schlacht. Mal schauen, was wir hier lernen. Besiegen Sie die englische Armee und zerstören Sie Ihren Beobachtungsturm. Okay, das hört sich noch nicht so kompliziert an. Dieses Szenario ähnelt dem von Zufallskarten. Nachdem Sie es bewältigt haben, wissen Sie alles, was Sie zum Spielen einer Zufallskarte wissen müssen. Erkunden Sie weiter. Die Schotten blau sind zum Dorf Stirling gekommen, um den Engländern in der Schlacht gegenüberzutreten. Jenseits der Steinbrücke im Westen befindet sich der englische Stützpunkt. Okay, wir sollen also ein Lager aufbauen und prinzipiell wahrscheinlich einen inaktiven KI-Gegner noch einfach besiegen. Es wird Zeit, eine Offensive zu starten. Gut. Die Engländer verfügen in der Nähe der Stadt Stirling über eine Militärstellung. Wenn wir die Engländer hier besiegen können, werden sie ihre Invasion in Schottland vielleicht noch einmal überdenken. Um zu gewinnen, müssen sie den englischen Turm im Westen zerstören. Bevor wir die Engländer im Westen angreifen können, müssen wir unsere Streitkräfte aufstocken. Lassen sie ihre Dorfbewohner Nahrung und Holz sammeln. Sie sind auf Schafe gestoßen. Schafe sind eine gute Nahrungsquelle. Schicken sie die Schafe in ihr Dorfzentrum und weisen sie einen Dorfbewohner an, sie zu Nahrung zu verarbeiten. Erschaffen sie weiter Dorfbewohner, bis sie insgesamt 10 haben. Je mehr Dorfbewohner, desto schneller werden ihre Rohstoffe anwachsen. Sie können einen Sammelpunkt setzen, zu dem sich neue Einheiten begeben sollen. Für Dorfbewohner müssen sie auf das Dorfzentrum und dann auf Sammelpunkt setzen klicken. So viele Texte. So, mein Speer, den habe ich schon mal auf den Weg geschickt. Der soll einfach mal erkunden. Dann ein Haus brauche ich bitte, weil hier Dorfbewohner und sowas. Ich kann nichts gerade bauen. Wo ist es? Da haben wir schon Gold gefunden. Berittene Späher sind schwache Krieger, aber sie können sehr weit sehen. Oh, nutzen Sie Ihre berittenen Späher, um den Rest der Karte auszukundschaften und die Engländer zu finden. Wollen wir das, die Engländer finden? Na gut. Oh, ich habe Umschalttaste gerade nicht gedrückt gehalten. Bitte. So, ja, dann erkunden wir mal ein bisschen. Das ist immer ganz gut für so einen berittenen Späher am Anfang. Das ist dem sein Job prinzipiell. Immer so im Kreis ein bisschen erkunden. So, in der Zwischenzeit, ihr seht schon, ich bin noch ein bisschen langsam in den Mechanics drin. In der Zwischenzeit können wir auf jeden Fall weiter sammeln. Wir können auch eine Mühle bauen. Dann haben die es nicht so weit zu laufen hier. Weil die Mühle wird Nahrung geliefert. Drei Schafe. Dorfbewohnern eine Mühle in der Nähe der Bärensträucher. Der Tipp kam auch. Halt, halt, halt. Wenn du schon mal hier bist, dann erkund doch mal hier unten. Gibt es hier einen Überweg? Nein. Wir können auch theoretisch einen Hafen hier bauen und dann hier Fisch fangen. Hier haben wir auf jeden Fall Fischgründe. Auch das war, glaube ich, in Age of Mythology unendlich. Für Fischkutter müssen sie einen Hafen in den Gewässern im Süden anlegen. Junge, du bist genial. Du erzählst genau dasselbe wie ich. Der einzige Zugang zu ihrem Dorf wird durch den Hügel mit dem abgestorbenen Baum geschützt. Es wäre klug, dort einen Turm zu errichten, wenn sie erst einmal die Feudalzeit erreicht haben. Erst einmal dorthin gelangen. Das ist natürlich die Devise. Also, wir haben das da jetzt. Wir haben jetzt eine Mühle. Wir bauen weiter einen Dorfbewohner schön fleißig. Wir
weil wer die übermächtige Wirtschaft in dem Spiel hat, der gewinnt. Das sagen wir einfach mal so. So war zumindest immer die Devise. Wir könnten einen Hafen bauen. Tatsächlich, warum kann ich das nicht tun? Warum geht das nicht? Allerdings brauchen wir auch keinen Hafen, nicht zwingend. Nee, ich würde Hafen... Ich muss zugeben, ich bin kein großer Freund von Hafen und sowas. Dementsprechend lassen wir das mal. Wir können aber einen Holzverlager dort hinten hinbauen. Steine können wir sammeln. Oh, der Speer ist auch unterwegs. Oh, der gönnt sich. Erstmal eine Pause. Ich will jetzt hier ein bisschen vorsichtig sein, weil irgendwann kommen auch die Engländer. Die müssen wir jetzt noch nicht haben. Schön weiter hier die Economy pushen, indem wir weiter Dorfbewohner bauen. Ist keine schlechte Strat zumindest. Du baust das und in Sachen Stein hätte ich gerne jemanden. Du in Sachen Gold hätte ich gerne jemanden. Ein bisschen Platz lassen, damit sie auch farmen können. Okay, die Engländer sind da immer noch nicht. Ja, der hat zwar gesagt, Speer haben einen großen Radius, einen Sichtradius, aber tatsächlich ist der Radius noch nicht der größte. Aber wir wissen jetzt hier prinzipiell sozusagen unsere Grenze, oder sollen wir unsere Grenze laut Tutorial-Spiel bauen? Mach mal gleich. Erst bauen wir mal die notwendigen Gebäude, wir könnten auch die Nahrung schlachten hier. Mehr als 3 Schafe gab es scheinbar nicht auf der Map, also können wir hier... Schlachten. Schön Tiere schlachten und sowas. Theoretisch kann man auch... Ah, dafür fehlt uns einiges an Holz. Wir sollten auch mittlerweile 12... Ja, ja. Wir sollten mittlerweile auch ein paar Dorfbewohner zum Holz schicken, weil sonst geht es alles zu langsam. Aber prinzipiell Nahrung ist es jetzt, was wir brauchen. Um in die Feudalzeit voranzuschreiten. Die 2 Gebäude, die wir brauchen, habe ich schon. Haben wir schon gebaut. Das könnte ich natürlich auch machen. Ist aber jetzt nicht so zwingend notwendig in diesem Szenario. Das ist eher später von Nutzen. So, Stein wird gesammelt, Gold wird gesammelt, obwohl ich davon ausgehe, das wäre gar nicht notwendig gewesen in diesem Szenario, weil für einen Turm zu bauen in der Feudalzeit braucht man bloß deutlich weniger Stein. Und für eine kleine Armee, um den gegnerischen Beobachtungsposten zu zerstören, wie es hieß, oh ja, auch deutlich weniger. Theoretisch in der Feudalzeit bräuchte ich gar kein Gold. Das ist ziemlich cool. Ja, und jetzt haben wir schon mal ein kleines Problem. Ja, die Büsche sind aus. Und jetzt haben wir kein Holz, um nachzubauen. Also kein Holz, um große Felder nachzubauen. Was auch ziemlich blöd ist, ist aber auch natürlich verständlich. Wenn ein Baum im Weg ist, kann man dann bauen. Da muss man erst so fällen und dann kann man drüber bauen. So, hier das anmachen, dass das immer neu bewirtschaftet wird, prinzipiell. Ansonsten, ja, jetzt ist auch das Tier aufgebraucht. Ich könnte es hier theoretisch noch auf Fische jagen lassen, aber... So langsam gehen wir jetzt hier auf Felder über. Jeder kriegt so ein schönes Feld, das wird immer neu bewirtschaftet und so weiter und so fort und gut ist. Wenn ihr zu schnell fertig seid, dann ab zum Holzhacken. Und dann ziehe ich immer mal jemanden da weg. Wenn man es gut spielen wollen würde, dann müsste es natürlich alles so optimiert sein, dass es prinzipiell eigentlich möglichst keine Bewegungen gibt, die unnötig sind für die Dorfbewohner. Zum Beispiel, dass sie jetzt hin und her laufen müssten, wegen... Felder anlegen. Das wäre im Idealfall zu vermeiden. Aber das überlasse ich den Pros. Oder die solche werden wollen. Ich mache immer so ein... Ja, keine Ahnung, wie sich das... Ich will jetzt nicht Hakenkreuz sagen, aber irgendwie... Das hat immer so eine komische Form. Das ist immer ein bisschen komisch, sowas zu bauen. Trotzdem ist das halt die beste Anordnung, die ich so kenne, um möglichst die Wege kurz zu halten. Weil das ist leider etwas kleiner als so ein Feld, glaube ich. Deswegen
kann man es nicht direkt quadratisch drumherum bauen, sondern muss halt so eine komische Stern- oder Windmühle. Ja, prinzipiell, na, das ist eine Windmühle, klar. So eine Windmühlenform kann man damit machen. Ja, und jetzt prinzipiell immer weiter schön produzieren, theoretisch. Immer weiter produzieren. Hier, Dorfbewohner sind ultra wichtig. Wenn man sehr viele Ressourcen hat, dann läuft das Spiel. Hier in dem Fall, glaube ich, sollten wir aber langsam aufhören. Erstens, weil ich keine Häuser mehr habe. Das habe ich, glaube ich, noch falsch eingestellt, weil ich würde gerne immer, wenn ich das mache, es so haben, dass die sofort den neuen Auftrag machen. Aber im Moment ist das nicht der Fall. Danach kannst du Gold sammeln. Der Rest geht jetzt hier lang. Wir warten jetzt ein bisschen ab. Tatsächlich, es dauert sowieso. Ja, gut. Können wir auch weiter Nahrung produzieren. Weil prinzipiell Nahrung ist jetzt gerade das, auf das wir warten müssen. Deswegen können wir auch prinzipiell jeden, der da rauskommt, in einen Bauern umwandeln. Hier ist kein Platz. Hier ist noch Platz. Ja. Theoretisch mit dieser Nahrungsproduktion hätte man schon im Multiplayer-Spiel auf einfachem Niveau wahrscheinlich eine gute Basis. Zumindest in der Kampagne hat man da meistens eine gute Basis. Wenn man aber im Multiplayer ein wenig höher steigt, dann wird es ein kniffliger. Dann sollte man mindestens das Doppelte, wenn nicht vielleicht sogar das Dreifache an Feldern haben. Wahrscheinlich sogar zum aktuellen Zeitpunkt. So, wir haben es gleich geschafft. Und los geht's. Weg mit dem Dorfbewohner. Ah, den hätte man auch schon vorher canceln können. Ach, eigentlich brauche ich den Dorfbewohner gar nicht. Oh, die Engländer! Frech! Die Engländer greifen wieder an. Um ihre Dorfbewohner zu schützen, können sie diese mit Hilfe der Dorfglocke in ihrem Dorfzentrum einquartieren. Tatsächlich muss ich das diesmal machen. Weil wir überhaupt noch vergessen Sie nicht, die Landkarte weiter zu erkunden. Keine andere Möglichkeit. Wir haben noch keine anderen Einheiten oder sonst irgendwas. Lass du mich in Ruhe? Gut, Sie haben den englischen Angriff abgewehrt. Wenn sich in Ihrem Dorfzentrum Dorfbewohner befinden, dann lassen Sie die Dorfglocke noch einmal läuten und schicken Sie sie zurück an Ihre Arbeit. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier Einheiten brauchen. Na gut, dann ein bisschen umpriorisieren. Wir machen eine kleine Kaserne. Theoretisch, die können mithelfen. Geht schneller. Wissen wir ja, es können an einem Gebäude mehr arbeiten und dann geht es auch schneller. Deutlich schneller. Ah, der Prozentsatz geht jetzt deutlich nach oben. Ja, ein paar Kämpfer brauchen wir sowieso mit der Zeit. Dann können wir in der Zwischenzeit, während wir in die nächste Zeit voranschreiten, ja, ein paar ausbilden. Das ist nicht verkehrt. Jetzt, da Sie sich in der Feudalzeit befinden, sollten Sie in erster Linie einige Soldaten erschaffen, um den Feind bekämpfen zu können. Sie brauchen mindestens 12 davon. Cool ist auch, jetzt gibt es einige neue Technologien, zum Beispiel, dass Felder mehr Nahrung tragen oder dass unsere Holzfäller schneller arbeiten, was auch ziemlich geil ist. Das ist auch nice. Dorfbewohner sind effizienter, sind schneller und tragen mehr. Soldaten zu Schwertkämpfern weiterentwickeln können. Sie sollten Soldaten immer weiterentwickeln, wenn sie es sich leisten können. In dem Spiel gibt es generell Gold- und Trash-Einheiten, sogenannte. Wir haben Speerkämpfer, Plänkler, das sind so Speerwerfer prinzipiell, und Speer, einen Speer haben wir, das sind Trash-Einheiten. Die kosten kein Gold, sondern nur Nahrung oder Holz. Und Nahrung und Holz sind so die Ressourcen, die ziemlich häufig im Spiel vorkommen oder die man selbst so produzieren kann in großen Mengen. Während Gold begrenzt auf dem Feld immer verfügbar ist. Dementsprechend ist es immer ganz cool in Multiplayer-Spielen, wenn dann irgendwann das Gold auf der Map abgefahren ist, dann gibt es halt nur noch Kriege von massenhaften Fleischeinheiten sozusagen. Von den Trash-Units. So, wir sollen hier einen Beobachtungsposten bauen. Dann machen wir das. Zerstören Sie Ihren Achso, nee, das war bloß ein Hinweis, dass wir das machen sollen. Na gut, na gut, na gut. Neben der Kaserne
Wenn wir eine Kaserne gebaut haben und ins nächste Zeitalter voranschreiten, werden auf einmal Schießanlage und Stall auch verfügbar. Bauen wir. Oh, bauen wir mit mehr. Bauen wir beides mit mehr. Dann sehen wir da auch die unterschiedlichen Einheiten, die da drinnen rauskommen. Natürlich. Hier kommen Infanterieeinheiten raus, da kommen Bogenschützen oder Fernkampfeinheiten raus und hier kommen Briteneinheiten raus. Und es ist ein ziemlich ähnliches Schere-Stein-Papier-Prinzip von vielen Einheiten, welche effizient gegen eine andere ist. Und dementsprechend ist auch eine gute Mischung am Ende immer gut in dem Spiel. Theoretisch kann ich den auch heilen, aber das geht bloß in der Ritterzeit. Ihr Turm wird auf feindliche Einheiten schießen und ihnen dabei helfen, ihr Dorf zu verteidigen. So, Effizienz. Turm kann mehr sehen und Rüstung für die. Wir erforschen jetzt einfach alles, was geht. Hier Effizienz beim Gold und beim Steinabbau. Eigentlich ist es effizienter, wenn ich hier das aufteile auf die zwei Gebäude, dann können die schneller forschen. Wir wollen bessere Einheiten. Wir wollen, dass die Einheiten günstiger werden. Wir haben hier Bogenschützen, Plänkler. Das sind die Trash-Einheiten prinzipiell. Die kosten halt nichts, aber sind halt gut gegen Bogenschützen. Die sind gut gegen... Gegen was sind sie eigentlich gut? Gegen nix. Die sind wirksam gegen Gebäude und Infanterieeinheiten. Und die sind gut gegen Mönche. Ja. Widersteht Bekehrung. Naja. Gold haben wir tatsächlich. Dementsprechend können wir auch die Goldeinheiten produzieren. Machen wir mal gut. Ist ja auch. Keine Ahnung. Machen wir schön hier Goldeinheiten. Vordere? Hier? Nein, gab es nicht auch eine Taste? Wartet. Ich habe ja diese Tastenkombination. Diesmal, die muss ich mir echt merken, die sind nicht schlecht. Gold fehlt. Wenn ich Goldeinheiten machen möchte, fehlt Gold. So, der Beobachtungsturm hat einen schönen Radius, wie ihr sehen könnt. Besonders nachdem ich erforscht habe, dass er plus 4 Radius hat, hat er einen guten Radius. Und er schießt auch automatisch auf gegnerische Einheiten, falls in welche kämen. Hier die Speer kosten nur Nahrung, deswegen machen wir davon ein paar. Die werden, glaube ich, stärker mit höherer Zeit. Also wenn wir hier in Zeit aufsteigen, werden die auch automatisch stärker. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Einheiten, bei denen das der Fall ist. Ja, wir können Speerkämpfe machen, wir können noch weitere Gold-Units machen. Machen wir noch ein paar. Aber was auch ein cooles Gebäude ist, Sie haben was jetzt genug Einheiten, um den Schmiede? Stützpunkt anzugreifen. Attacke. Lassen Sie Ihre Dorfbewohner weiterarbeiten. Geht. Nur für den Fall, dass Sie Verluste erleiden und mehr Streitkräfte erschaffen müssen. Marktplatz ist auch ein cooles Gebäude. Allerdings ist ein Marktplatz im Multiplayer viel, viel geiler. Oder wenn man einen Verbündeten hat. Weil wenn man einen Verbündeten hat, kann man mithilfe des Marktplatzes unendlich Gold produzieren. Und wie ihr schon von mir erfahren habt, ich liebe Spiele, in denen man unendlich Gold haben kann. Dann kann man Marktkarren hin zwischen den verschiedenen Marktplätzen hin und her fahren lassen. Oder? Ja, ich glaube zwischen. Nee. Braucht man dafür einen Marktplatz? Ich Denken glaube. Sie daran, Waffen und Rüstungen in der Schmiede weiterzuentwickeln. Doch, ja. Sie haben doch eine Schmiede, oder? Ja, jetzt habe ich eine Schmiede. Und da kann ich so Sachen machen wie. Ich kann einerseits Bogenschützen, Infanterie und berittene Einheiten, also Reiter, was halt daraus kommt jeweils, kann ich weiterentwickeln. Wichtig. Berittene Bogenschützen brauchen zum Beispiel auch diese Technologie, nicht diese dort oben, obwohl sie beritten sind. Ja, und das erforschen wir jetzt einfach mal. Also das ist immer ziemlich geil. Ich bin ja ein defensiver Spieler, deswegen igel ich mich gerne ein und hier mache mit Fernkampfeinheiten an meiner Mauer, an meiner Festung, an meiner Burg und was auch immer hier den Gegner das Leben schwer, bis er irgendwann Trash-Einheiten nur noch bringt und dann, ja, GG. Dann komme ich mit meinen angesparten Vermögen auf den Gegner zu. Das wird wahrscheinlich häufig eine Strategie von mir sein. Einfach einigeln, abwarten, bis er keine Ressourcen mehr hat und dann ihn vernichten. Ja, prinzipiell gönnen wir uns jetzt die ganzen Technologien auf dieser Stufe. Die kosten zum Glück Nahrung und ein bisschen Gold nur. Und dementsprechend alles chillig. Hier haben wir. Sammelpunkt habe ich ja dort oben gesetzt. Genau, deswegen, wenn die Forschung fertig sind, sind wir sowieso wahrscheinlich unserem Gegner OP. So, diese Marktkarren kann man kaufen. Und die müssen zu einem anderen Marktplatz geführt werden. Genau, eines Marktplatz. Die machen dann sozusagen eine Patrouille hin und her, fahren immer bloß hin und her. Und erwirtschaften auch anhand der Strecke, die sie zurücklegen,
Gold. Also umso weiter weg der Marktplatz ist, umso mehr Gold kriegt man dafür. Sozusagen ein Wert, wenn man hier... Oh, ich hab keinen Platz mehr. Das ist bitter. Kid. Prabuga. Das ist bitter. Wenn ich schon jetzt eine schöne Armee aufstelle, dann sollte es auch klappen. So, ja genau. Das ist ziemlich geil. Was auch eine Möglichkeit ist, um noch ein bisschen Gold trotzdem zu generieren. Wir haben zwar sehr viel Holz auf so Maps normalerweise. Also Wälder sind meistens massenweise vorhanden. Und Nahrung produziert man halt gut aus dem Holz, auch in hohen Massen. Dementsprechend, wenn einem dann die anderen Ressourcen fehlen, kann man hier immer Nahrung, Holz und Stein theoretisch für Gold verkaufen. Hier sieht man den Preis, also wir verkaufen immer Hunderter Preise. Beziehungsweise bei am Anfang gibt es sogar Tribute, glaube ich, also das kostet dann nochmal ein bisschen mehr. Wir verkaufen 100 Nahrung und kriegen 70 Gold. Der Preis sinkt aber dann auch. Wenn ihr da schaut, wenn man das häufiger einsetzt, ja, wird es immer weniger wert. Im Gegenteil, das wird höher dafür. Also was ziemlich gern gemacht wird von mir zum Beispiel, weil Stein ja auch eine Mangelware ist und ich gerne mich einigel, dann kaufe ich halt für Gold zum Beispiel, für 169 Gold, in dem Fall 100 Steine, um vielleicht noch eine Burg bauen zu können, was ich ziemlich geil finde. So, die Einheiten stehen jetzt so mittlerweile. Mit der Armee machen wir den Gegner sowas von platt. Die sind wahrscheinlich absolut oversized. Besonders mit der Technologie werden wir den Gegner platt rennen jetzt. Aber so muss es sein. So muss es in der Anfangskampagne immer sein. Sonny Rose, guten Abend. Guten Abend auch dir. Ja. Genau. Okay. Die Armee steht bereit und dann gehen wir einfach mal in unsere allererste Schlacht. Mit 40 Einheiten machen wir jetzt die Engländer platt, beziehungsweise den Beobachtungsposten. Mehr ist es ja nicht. Ihr seht, ich lasse mir sehr viel Zeit, damit ich auch viel erklären kann. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Dann habt ihr auf jeden Fall nach diesem Part prinzipiell alles über das Spiel, was es auf Grundlagenniveau zu wissen gibt. Aber waren die hier oben oder wo waren die? Vergessen Sie nicht, die Landkarte weiter zu erkunden. Ja. Junge. Zu spät. Ich versuche jetzt die Landkarte zu erkunden. Ich versuche den Gegner zu finden. War der unten? Der war dann unten. Das sieht so aus, als wäre hier so ein Weg nach unten. Okay, dann ist er unten. Ah, das sieht doch... Ah, Beobachtungspost. Weg damit! Hier, yeah, die Schotten kommen jetzt an die Macht. Nicht mehr die Engländer. Aber jetzt eingerissen. Der Nächste. Sie befinden sich in der Nähe des englischen Stützpunktes. Reißen Sie deren Befestigungen aber erst dann nieder, wenn Ihre Truppe etwa 12 Mann stark ist. Etwa 12 Mann stark. Knapp erreicht. Ganz knapp. Ganz knapp Ziel erreicht. Geil. Und er? Hey, lausigen. Wo sind eure Langbögen? Könnt nix, ne? Einbruch. Nadelöhr. Cheat. Hätte ich vielleicht anders machen sollen. Egal. Klappt schon irgendwie. Weiter. Rein. Angriff! Meine Freunde. Warum ist die Musik aus? War ich zu lange da? Oh, ja. Dieses Pogo, das höre ich zum allerersten Mal. Sie haben die englischen Soldaten vernichtet. Zerstören Sie jetzt den Turm und der Sieg gehört Ihnen. Es gibt noch einen viel geileren Sound. Hallo, hallo, hallo. Etwas Holz, bitte. Nee, das war's nicht. Das war 3-2? Erschaffe keine neuen Dorfbewohner. Schade. Das ist cool. Man kann eigentlich mit so Kombinationen kann man Texte an seine Verbündeten und anderen sehr schicken. Gut. Sie haben das englische Lager zerstört. Jetzt ist wohl klar, dass die Schlacht bei Stirling mit einem Sieg für die Schotten enden wird. Und da gibt's auch den legendären Sound von den Mönchen. Jetzt wissen Sie, wie Sie das Land bebauen, innerhalb des Zeitalters voranschreiten und Ihre Feinde ausmachen und bekämpfen können. Damit verfügen Sie über die notwendigen Grundlagen, um ein Zufallskartenspiel zu versuchen, dem geläufigsten Spieltyp in Age of Empires 2. Das ist korrekt, aber ich rate nicht, mit diesem Wissen von jetzt schon ins Rank zu gehen.
Außer man möchte ziemlich weit unten gerankt werden. Dafür reicht's noch nicht. Sterling war unser erster großer Sieg. Jawohl! Während wir noch die Küste schützten, erhielten wir Nachricht, dass die Brücke von Sterling von einem schottischen Heer unter der Führung dieses sagenumwobenen Ritters verteidigt worden war. Jetzt kennen wir auch seinen Namen. Sir William Wallace, Schrecken der Engländer. Und mir geht es gut, wie geht es dir? Bezeichnet Wallace als Verräter und Verbrecher. Sir William entgegnet, er könne kein Verräter sein, da er nie einem englischen König die Treue geschworen habe. Mit Wallace an seiner Spitze kämpft das Heer mit neu gewonnener Kraft. Vielleicht wendet sich damit unser Schicksal. Freedom! Oh ja. Das ist übrigens schon mal... Man meint, das ist jetzt der Mittelalterzeit, wie das alles hier abläuft. In Wirklichkeit ist es die Zukunft. Weil nach dem Brexit sind die Schotten so zu unzufrieden. Die wollen wieder raus aus England. Deswegen kommt es zum Bürgerkrieg. Und alle schreien dann Freedom! Vielleicht. Sehr gut. Ja, Sonny Rose, mir geht's recht gut. Ich hoffe, dir geht's auch ganz gut. Ein Bündnis eingehen. Schauen wir mal. Die Schlacht von Sterling hat unsere Goldvorräte erschöpft. Bevor wir gen Süden in das von den Engländern besetzte Land ziehen können, müssen wir erst unsere Wirtschaft stärken. Oh, meine Spezialität. Wir müssen einen Marktplatz errichten und Handelswege zu den Dörfern befreundeter Clans schaffen. Legenden zufolge liegen im Süden von Sterling 3 heilige Reliquien verborgen. Sollten wir diese Artefakte für Wallace' Armee beschaffen, würde das die Moral der schottischen Truppen erheblich stärken. Ihr habt das nicht gesehen, aber ich habe gerade Facepalm gemacht, weil genau das mit dem Markt habe ich ja gerade erst erklärt. Und jetzt kommt es gleich dran. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Habe ich schon gar nicht mehr auf dem Blick. Ich weiß, was in der nächsten Mission danach noch dran kommt, aber das habe ich jetzt schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So, erobern Sie 3 Reliquien und quartieren Sie in Ihrem Kloster ein. Ja, solche Reliquien sind auf der Map verteilt und wenn man sie einsammelt, dann produzieren sie immer eine gewisse Anzahl Gold, weil die Pilger vorbeikommen und eine kleine Spende da lassen. Es ist zwar bloß gering, aber es ist ein stetiges Einkommen an Gold. Das ist nicht zu unterschätzen auf die Dauer. Ja, und der Marktkarren ist natürlich eine noch geilere Variante. So, wenn Sie Ihre Mönche verlieren, können Sie nach dem Übergang zur Ritterzeit weitere ausbilden. Ja. Ihre Späher berichten. Die Schotten blau planen einen Verteidigungsschlag gegen die Engländer und möchten alle Reliquien der Region einsammeln, um die Moral ihrer Soldaten zu stärken. Die erste Reliquie befindet sich bereits in der schottischen Stadt. Schottische Verbündete hüten eine weitere Reliquie in ihrer ummauerten Stadt gen Westen. Sie werden ihren Landsleuten Unterstützung bieten und gegen die englischen Invasoren ins Feld ziehen. Die Engländer rot. Warte mal, wo? In ihrer gen Westen. Die Engländer rot verfügen über eine starke Basis auf der anderen Flussseite im Südwesten und haben die dritte und letzte Reliquie. Ja, gut, wir müssen unsere Verbündeten sozusagen finden. Ich glaube, wir sehen auch, wir haben geteilte Punkte. Wir sind wirklich verbündet. Prinzipiell vom Spiel aus. Wir kämpfen zusammen. Und ja, prinzipiell ist das die Möglichkeit, mit Markkan mit dem zu handeln. Und ich glaube, mich zu erinnern, ich muss ein bisschen ja auch verteidigen, helfen. Sonst würde der rote Gegner ihn irgendwann platt machen. Also hier haben wir einen aktiven Gegner. Leicht aktiven Gegner zumindest. Okay. Das schottische Heer konnte durch die letzten siegreichen Schlachten gegen die Engländer wieder an Stärke gewinnen. Hier? Es geht also bergauf. Für die Truppenmoral wäre es gut, heilige Reliquien zu sammeln und in unserem Kloster aufzustellen. Eine Reliquie befindet sich ganz in der Nähe unseres Dorfes. Eine weitere Reliquie ist bei einem unserer Verbündeten und eine dritte in der Hand der Engländer. Sie erobern eine Reliquie, indem sie auf einen Mönch klicken und anschließend einen Rechtsklick auf die Reliquie setzen. Mönche haben auch noch weitere Fähigkeiten. Sie können unsere verletzten Soldaten oder die unserer Verbündeten heilen. Außerdem können sie versuchen, feindliche Soldaten zum Übertritt in unser Heer zu bekehren. Gut, sie haben eine Reliquie. Schützen sie die Reliquie im Kloster, indem sie es mit der rechten Maustaste anklicken. Lassen wir doch unseren Späher jetzt mal ziemlich rumlaufen. So, die Reliquie kommt erstmal ins Kloster. Und wir erkunden gleich mal den Weg zu unserer Verbündeten. Sie haben jetzt eine Reliquie aufgestellt. Im Kloster aufgestellte Reliquien lassen ihre Goldvorräte langsam anwachsen. Sieht man hier. Ja, hier ist der Verbündete. Moment. Wir können zwar jetzt noch nicht sehen, was unser Verbündeter macht.
Oh, Moment, sind wir noch nicht verbündet? Die gönne ich mir auf jeden Fall. Okay, wir sind noch nicht verbündet. Vielleicht brauche ich erst einen Markt, um das zu aktivieren. Vielleicht kommt dann mir das Spiel erst entgegen. Unsere roten Gegner sind aktiv, sehen wir an ihren Punkten, während die gelben Verbündeten inaktiv sind. Das meinte ich damals, dass wir wahrscheinlich sie verteidigen müssen, weil der Gegner sie irgendwann angreifen wollen wird. Belegrane Häuser bauen. Zwingend. Da bin ich nicht so der Fan von, dass alles zugebaut ist. Wenn die Beerensträucher abgeerntet und alle Tiere erlegt sind. Felder werden wie Gebäude errichtet und müssen regelmäßig erneuert werden. Wenn Sie auf einem Feld Nahrung ernten möchten, klicken Sie auf einen Dorfbewohner und anschließend mit der rechten Maustaste auf ein Feld. Ja, das ist aber nicht das Problem gerade mit Feldern. Wir müssen forschen. So, du hast jetzt schon mal hier erkundet. Dann erkunden. Es ist gut zu wissen, dass sich auf der Landkarte Verbündete befinden. Ihr Verbündeter, der gelbe Spieler, kann Ihnen dabei helfen, den Feind zu bekämpfen. Sie können mit Ihren Verbündeten auch Handel treiben. Dazu müssen Sie einen Marktplatz errichten. Ja, das werden wir auch sofort. Der Marktplatz ist OP. Absolut. Aber erstmal Erkundungstour anschmeißen. Marktplatz. Wie gesagt, möglichst weit weg. Können wir hinten schön in die Ecke machen. Weil umso weiter die Marktkarren laufen, umso mehr Gold produzieren sie. Aber nicht so gedacht, dass wenn ich jetzt manuell den Marktkarren hier einmal um die Map laufen lasse, dass er mehr Gold produziert. Ne, die direkte Strecke zählt nur. Für das... Achso, ich dachte, ich kann diese Statue, die eigentlich nur... Schmückendes Beiwerk ist abreißen. Gut. Ich brauche gerade keine Truppen. Ich brauche Technologien, ja. Weiterentwicklungen. Interessanterweise habe ich schon weiterentwickelte Einheiten. Sie haben jetzt einen Marktplatz. Mit Hilfe des Marktplatzes können Sie Marktkarren erschaffen, die Ihnen wiederum zusätzliches Gold einbringen. Gegen eine geringe Gebühr können Sie auf dem Marktplatz auch Rohstoffe tauschen. Klicken Sie auf den Marktplatz und anschließend auf Nahrung für Gold verkaufen. Okay. Habe ich gemacht. Nochmal. Ja, toll. So, erstmal ein paar Marktkarren machen. Damit sprudelt das Gold. So. Ich habe den Wegpunkt auch gleich auf den anderen Marktplatz gelegt. Der einzige Haken ist, ja, wenn der Gegner kommt, der kommt wahrscheinlich von hier unten. Oder da unten könnte er auch herkommen. Der wird wahrscheinlich auf den... Der wird nicht mich angreifen, gehe ich davon aus. Sie haben einen Marktkarren. Sehr gut. Klicken Sie auf den Marktkarren, wenn dieser sich auf einem verbündeten Marktplatz befindet. Dann können Sie zusätzlich Gold einnehmen. Ihr Marktkarren wird dann selbsttätig zwischen Ihrem und dem verbündeten Marktplatz verkehren. So. Wussten Sie, dass es für die Minimap unten rechts drei verschiedene Einstellungen gibt? Sie können zum Beispiel nur Militäreinheiten oder nur Rohstoffe und Handelseinheiten sichtbar machen, indem Sie auf die Schaltflächen rechts unterhalb der Karte klicken. Nur Handel, alles, nur Militär. Ja, man hat ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Wobei so gut sichtbar jetzt auch wieder ist. Man könnte auch ein Leuchtfeuer für Verbündete machen. Also Verbündete würden sehen hier, da will ich jetzt angreifen. So kann man sich ein bisschen kommunizieren, außer dass man lustige Chat-Signale macht, wo ich jetzt leider nicht auswendig weiß, was das Geile ist. Hallo. Sie haben die verbündete Stadt erreicht. Gehen Sie hinein und sehen Sie sich um. Das Tor der Verbündeten öffnet sich von selbst. Ich wollte gerade sagen, das sah jetzt nicht so aus, als hätte sich schon geöffnet. Das hat sich jetzt erst geöffnet. Frech. Und jetzt sehen wir auch, 35 Gold gibt es jetzt für einmal hin und her fahren. Ohne zusätzliche Kosten. Ein Marktkarren kostet 50 Gold und 100 Holz, also braucht man ein bisschen... Ja, Dorfbewohner und Soldaten erscheinen für gewöhnlich außerhalb des Gebäudes, das sie erschaffen hat. Mit Hilfe von Sammelpunkten bewegen sich ihre Einheiten nach der Erschaffung an einen Platz ihrer Wahl. Wenn sie einen Sammelpunkt setzen möchten, dann klicken sie zunächst auf ihre Kaserne und dann auf Sammelpunkt setzen. Klicken sie anschließend an die Stelle auf der Landkarte, an der sie ihre Infanterie sammeln möchten. 3, 4... Kein 5? Ah, kein Gold. So, das war immer etwas, was ich nicht so richtig gesehen habe.
Übernimmt da jetzt jemand das Farmen automatisch? Ja, tatsächlich. Obwohl ich die alle in Reihe geschickt habe, übernimmt jemand das Farmen. Das ist gut. Gut zu wissen. Aber leider habe ich ein bisschen zu wenig Holz, deswegen... ganz bitter, ganz bitter. Kid? Bonit. Okay, jetzt kümmern wir uns um das richtige Zeug. Oh, ich könnte auch in die Ritterzeit voranschreiten. Nee, wir kümmern uns um die Wirtschaft. Auf dem Technologiebaum können Sie erkennen, welche Technologien und Weiterentwicklungen Ihnen offenstehen. Klicken Sie auf Technologiebaum oben rechts, um den Baum für Ihre Zivilisation einsehen zu können. Ist das der Technologiebaum? Das ist aber jetzt komplizierter schon, weil hier gibt es vieles zu sehen. Also, wir haben zum Beispiel die Kelten. Gibt es die Schotten nicht extra? Es gibt sehr viele verschiedene Völker und alle Völker haben jeweils irgendwas Besonderes. Die Kelten zum Beispiel sind ganz brauchbare Holzfäller. Zum Beispiel. Moment, Schafe werden nicht konvertiert, wenn in Sichtweite einer keltischen einer. Achso, wenn in Sichtweite, ja, okay. Also die haben ein bisschen mehr Schutz vor Raub. Aber an sich muss ich zugeben, Festung ist ganz nett. Doch, die Kelten sind brauchbar. Sind jetzt nichts Spezielles, aber sind brauchbar. Wie gesagt, ich nutze gerne die Chinesen, muss ich zugeben, weil die haben, das sieht man da auch immer hier schön, diese Chukunus. Oh ja, Spezialeinheit. Jedes Volk hat eine Spezialeinheit. Was sind das bei den Kelten? Dass man in der Burg dann produzieren kann. Freischärler. Flinke Infanterie, wirksam gegen Infanterie und Belagerungswache, schwach gegen Bogenschützen und Kavallerie. Also ja, gegen Fußsoldaten sind die Freischärler recht gut. Aber da sie schwach gegen Bogenschützen sind, wird das wahrscheinlich in diesem Szenario beziehungsweise gegen die Engländer schlecht sein, weil die Engländer haben als Spezialeinheit Langbogenschützen. Haben wir ja auch schon erfahren hier in diesem einen Intro-Text. Dass Longshanks mit seinen Langbögen hier Probleme macht. Willkommen! Wenn ihr nach der Reliquie sucht, findet ihr sie auf dem Hügel im Nordosten unserer Stadt. Oh ja, tatsächlich, die suchen wir ja auch noch. Nordosten, Hügel. Ist das hier Hügel oder? Schicken wir mal ein Mönchchen. Der ist zwar unglaublich langsam und ich erwarte langsam mal, dass die KI bzw. Die Bösen, nennen wir sie mal, aktiv werden, aber naja. Kid? So, ich hätte gerne mehr Nahrungsproduzenten. Kid? Holz ist zwar auch ganz wichtig alles und so, aber Nahrung ist wichtiger für den Krieg. Tatsächlich. Ach, wie mich so Gestrüpp halt stört. Weil das Gestrüpp muss man erst anhauen, damit man hier Platz hat. Ich bin da ein bisschen pingelig. Also manche machen das vielleicht anders, aber ich muss das erstmal weghacken, damit ich schön drumherum Felder bauen kann. Ich hätte nämlich gerne neben der Mühle auch hier schön Felder. Das haben wir an, das ist gut. Leute werden produziert und gleich geht's in die Ritterzeit. Und in der Ritterzeit geht's ab. Deswegen mache ich hier jetzt auch noch nichts Großartiges, weil in der Ritterzeit, da kommen dann die richtigen Einheiten. Gold wird gerade durch die Karren produziert, da braucht man nicht mal... Oh, Moment. Wo? Ah, dort oben. Ah ja, tatsächlich. Das sind... Ja gut, was will ich mit Schafen? Hier, du kannst eigentlich Schafe nutzen, hier kriegst du sie. Hier ist die Reliquie, die holen wir uns und gönnen sie uns zurück. Bringen sie uns zurück. Ab ins Kloster mit. Und dann fehlt nur noch die Reliquie bei den Gegnern und gut ist. So, jetzt können wir auch noch da so wichtige Sachen machen. Ressourcentechnisch haben wir gar keine... Ich sammle gar kein Gold oder so. Hier mal ein bisschen Gold, aber boah, ich brauche auch ehrlich gesagt kein Gold, weil wenn ich Gold bräuchte, dann kann ich mir Karren bauen. Oh, ich kann mich an Szenarien erinnern im Multiplayer, wo ich glaube ich fast 100 Karren hatte und der Rest Chukunus. So in etwa. Na gut, ein paar Dorfbewohner auch. Aber da ich ja für die Wirtschaft mich gerne bereit erklärt habe, war das schon immer so die Hauptaufgabe. Das ist die Frage, will ich Infanterieeinheiten? Eigentlich nicht zwingend. Oh,
Kia. Erstens ist hier jemand untätig und zweitens, ich brauche ja, um irgendwas Gescheites zu machen, brauche ich mehr Häuser. Wenn ich schon eine Armee ausheben möchte, dann brauche ich auch die entsprechenden Behausungen. Das müsste reichen. Gut. Die Engländer attackieren unsere Stadt. Könntet ihr uns ein wenig Nahrung oder Gold als Tribut entrichten? Um ihrem Verbündeten Tribut zu zahlen, müssen sie oben rechts auf Diplomatie klicken. Geben sie ihrem Verbündeten etwas Nahrung und etwas Gold. Aber geben sie ihm nicht alles, was sie besitzen. Sie werden... Geben sie ihrem Verbündeten etwas Nahrung und etwas Gold. Ja. Brauchen. Jetzt haben sie zwei Reliquien 100. aufgestellt. Wenn sie jetzt noch eine herbeischaffen, haben sie gesiegt. Vielen Dank für die Ressourcen. Wenn ihr ein paar Soldaten entbehren könnt, dann kommt zu unserer Stadt und lasst uns die Engländer gemeinsam vertreiben. Folgere 4. Bit 4. Das ist das Problem. Die greifen jetzt schön meine Karren an. Die sind leider ein bisschen stärker gerade, würde ich behaupten. Ich brauche Einheiten. Machen wir mal ein paar Trash-Einheiten. Und ein paar Ritter. Wenn das Gold und so genutzt werden soll, dann für Ritter, würde ich sagen. Ja, da werden jetzt die Karren wahrscheinlich alle draufgehen. Das ist auch ein bisschen bitter. Damit ist meine Goldproduktion allein von den Typis abhängig. Aber naja, so ist es dann in diesem Spiel. Ich will dafür mich für den Krieg rüsten. Die Engländer sind punktetechnisch eigentlich unter uns. Aber naja, der Haken ist halt. Wir haben jetzt schon eine Armee und ich habe noch nicht. Und ich habe gepennt in der Hinsicht. Ihr seht schon, da wir in die Ritterzeit vorangeschritten sind, gibt es jetzt auch höherwertige Technologien. Auch hier theoretisch. Und absolut theoretisch müsste ich mehr Einheiten produzieren. Also noch mehr. Nahrung ist noch notwendiger geworden. Nahrung brauchen viele Einheiten. Also wenn ich Einheiten produzieren will, immer Nahrung, Nahrung, Nahrung. Kia. Stört mich ein bisschen. Erobern Sie die drei Reliquien, besiegen Sie die englischen Angreifer. Gut. Die englischen Angreifer bloß? Muss ich jetzt bloß die kleine Armee von denen angreifen, oder wie? Die jetzt gerade meine Handelswege kaputt gemacht hat? Oder ist das schon ultimativer? Ich habe hier hinten noch nicht geschaut. Da ist vielleicht auch noch ein Lager. So goldtechnisch und so. Oh naja. Schön Häuser bauen. Fleißig, fleißig. Hier könnten wir auch die Marktkarren noch verbessern, dass sie noch schneller sind. Und dadurch wird natürlich Gold schneller produziert. Tribute. Das ist, glaube ich, ein Tribut. Da habe ich Zinsen gezahlt, als ich das dem Verbündeten gegeben habe. War also teuer. Ich habe auch nicht gelesen, mindestens 100. Ich habe ja 300 ihm gegeben. Jetzt müsste er eine Armee ausheben. Aber in Wirklichkeit hat die KI einfach von ihm abgesehen. Das ist schwach. Naja. Was auch noch wichtig wäre, meine Einheiten weiterzuentwickeln. Hier zum Beispiel die Pikeniere müssten weiterentwickelt werden. Oder die Speerkämpfer zu pikenieren, sagen wir es mal so. Es gibt so viel zu tun. Und das kann man normalerweise eben schneller tun, indem die Wirtschaft boomt. Wenn man so viele Ressourcen hat, dass man nicht mal hinterherkommt, dann ist es richtig. Kavallerie wird schneller. Alles kostet Nahrung. Deswegen Nahrung ist ultra wichtig am Anfang. Und generell. Hier schön noch eine Reihe Nahrung machen. So. Mit den Hotkeys könnte ich es auch immer so machen. Das ist, glaube ich, sogar angenehmer als... und deutlich effizienter. Als dauernd Klick-Klick zu machen. Das muss ich mir mit der Zeit angewöhnen. Jetzt noch nicht, aber mit der Zeit muss ich mir das echt angewöhnen. Sonst... wird man nicht glücklich. Übrigens, nach der Ritterzeit kann man jetzt auch bei den Mönchen ein paar Sachen
ja, weiterentwickeln. Mönche haben die Fähigkeit, andere Einheiten zu bekehren. Also vom Glauben, von unserem Glauben zu überzeugen, von unserer, ja, Religion eigentlich, aber von unserer Art zu überzeugen. Ziemlich cool eigentlich. Oh, Brandstiftung. Das brauche ich tatsächlich. Dann bessere Pfeile, weil Pfeile finde ich geil. Und mehr Rüstung, nee, mehr Angriff. Angriff ist immer besser als die Rüstung. Schön die Technologie weiter entforschen. Ja, dann glaube ich. Ah, wir haben jetzt Pikiniere. Ich hätte jetzt auch noch die Bogenschützen gerne weiterentwickelt. Das kostet Gold. Wir könnten Holz auf dem Marktplatz verkaufen für Gold. Nämlich viel Holz, theoretisch. Gönnen wir uns doch mal. Dafür ist es ja da. Hier haben wir auch berittene Bogenschützen. Auch ziemlich geil. Entwickeln wir mal das. Ja, ich nutze keine Milizsoldaten. Die berittenen Speer weiter zur leichten Kavallerie, was auch ziemlich nice ist. Dann werden sie noch besser. Aber ich mache tatsächlich in diesem Szenario eigentlich nur Ritter. Ritter sind ziemlich stark. Also wenn man Goldeinheiten nimmt, dann sind es häufig Ritter dabei. Oder was danach noch kommt. Ja. Gut, das läuft. Die Forschung läuft. Prinzipiell. Wir sind für den Krieg gewappnet. Ich glaube, auch von der Einheitenmenge müsste es mittlerweile echt gut sein. Ich sehe gerade... Oh! Ach, 75 ist scheinbar für die Kampagne oder zumindest für dieses Szenario das Maximum. Na gut. Dann hätte ich gerne noch 5 davon. Also, warte mal, das ist gar nicht... das Einheitenlimit wird nicht sofort abgezogen. Na gut, na gut, na gut. Dann auf in den Krieg. Theoretisch, man kann auch mit STRG und 1, 2, 3 und halt den Tasten wie in Strategiespielen üblich auch seine Einheiten gruppieren oder aufteilen. Ich könnte so... Jetzt bewegen sie sich alle so schnell wie die schwächste Einheit oder langsamste Einheit. Ich könnte es natürlich auch so gestalten, dass ich nur Reiter zum Beispiel in einer Taste habe, dass die halt so schnell alles flankieren können, während ich meine Fuß... Soldaten irgendwie steuern kann oder meine Belagerungsgeräte. Das wird wahrscheinlich auch später so üblich sein. Werde ich später wahrscheinlich so machen. Aber jetzt, für den Anfang reicht es einfach mit allem mal vorzulaufen. Gibt es eigentlich auch eine Lauf zu und Vorstoßen ist, glaube ich, die Taste. Ja. Sie haben jetzt genug Soldaten, um die Engländer anzugreifen und ihre Reliquie in ihren Besitz zu bringen. Oh. Ah, jetzt schon? Ah, wahrscheinlich. Natürlich. Wir haben ja das Einheitenlimit geschafft. So, dann wo sind die Engländer? Ich brauche dann aber auch die Mönche. Naja, die haben aber hier ein... Wenn ihr euch zum Angriff auf die Engländer bereit macht, helfe ich gern. Hier, nehmt diese Nahrung und dieses Holz. Ja, das brauche ich aber nicht. Plänkler sind natürliche Feinde von Bogenschützen. Sie sind besser geschützt gegen, also diese Plänkler, die Speerwerfer, sind geschützt gegen die Fernkämpfer, oder? Haben extra Schutz. Ja, da seht ihr. Der erste Schutz ist gegen Nahkampf, der zweite immer gegen Fernkampf. Die Plänkler sind halt sehr gut gerüstet gegen Fernkämpfer. Moment. Habt ihr Mönche gelassen? Gerade erzählt, dass die immer gemeinsam laufen und so schnell wie die langsamsten. Was macht ihr? Vorstoßen ist R. R ist eine schöne Taste scheinbar. Das ist so meine Lieblingstaste, weil die das bedeutet einfach vorlaufen und alles, was im Weg ist, niedermetzeln. Das wird wahrscheinlich meine Faulheitstaste werden. Das werde ich gerne einsetzen. Lauft einfach vor und zerstört alles auf dem Weg. Das ist so... Das finde ich entspannt. Weil die KI kümmert sich auch, wenn dann zum Beispiel wie gerade eben der Speer kommt, dann gehen die weg vom Gebäude und greifen den an. Finde ich angenehm. Und die räumen halt wirklich auf dem Weg alles auf. Was wir nicht mal bräuchten. Wir müssen ja bloß eine Reliquie holen. Deswegen einfach die Verteidiger killen. Mit unseren Mönchen. Das können wir zerstören. Das können wir zerstören. Weil sonst kommen die alle da rein und...
Können wir noch ein paar töten? Die sollen gar nicht da rein, weil sonst schießen die bloß. So ist gut. Die Mönche können einfach mal da durchlaufen, weil ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Derweil wird der Dorfzentrum zerstört. Auch eine gute Taktik ist, mehrere Dorfzentren zu bauen. Im Multiplayer zumindest. Weil mehrere Dorfzentren... Ihr habt ja... Ich habe ja schon gesagt, Wirtschaft ist ultra wichtig. Und mehrere Dorfzentren können halt schneller Dorfbewohner produzieren. Oh, halt. Da brauche ich doch noch meine Truppen. So einfach geht das dann doch noch nicht. Ja, nee. Eigentlich will ich hier nicht vorstoßen. Die Mönche können heilen. Also Einheiten in ihrer Umgebung werden dadurch geheilt. Das ist eine Möglichkeit zu heilen. Das ist eine Form von Magie prinzipiell in diesem Spiel. So, gut. Ich glaube, ich könnte hier sogar einen Shortcut öffnen. So, stellen wir mal bloß die Reiter. Dann geht es ein bisschen schneller. Oh, hallo, da sind ja noch Einheiten. Meine Ritter gegen deren Ritter. Gut. Wir waren siegreich. Genau, dann könnten wir hier raus mit unserer Reliquie. Okay, das ist viel schneller. Währenddessen wird hier gemetzelt. Also in einem KI-Standard-Zufallsmap-Match, wo der Gegner, glaube ich, auch eine KI der Standardstufe hätte, würde er jetzt aufgeben. Weil er hat, glaube ich, keine Dorfbewohner oder kaum noch Dorfbewohner. Hat keine Militäreinheiten mehr. Wahrscheinlich werden die Ressourcen jetzt zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen aufgebraucht. Dementsprechend kann er nicht mehr viel machen. Die laufen jetzt nur noch zurück. Ah, ich hätte noch forschen können, dass die sich schneller bewegen. Dann hätte es so, Mönche bewegen sich schneller. Eifer. Aber ansonsten wird hier alles niedergemetzelt. Wir Schotten. Oh ja, oder Kelten. Wir mögen keine Engländer. So sieht's aus. Ah, ich bin immer noch begeistert von diesem Zusammenbrech-Animationsstil. Sieht hübsch aus, auf jeden Fall. Schön gemacht. Definitive Edition, wirklich eine schöne Steigerung. Einziger Haken ist, wenn man ganz ranzoomt, dann finde ich es echt so matschig. Liegt das an meiner Grafikeinstellung? Habe ich die nicht davon? Die ist auf Ultra eigentlich. Ah ja, auch nützlich. Geländegitter. Erweiterte Option. Vertical Sync ist vielleicht für mich interessant. Ja, es gibt noch das da. Es gibt noch einen Ultra HD Mod, aber... Ich besitze keinen 4K-Monitor, deswegen bringt es mir nichts. Partikeldichte? Nee, ist alles. Schärfen aktivieren. Nee. Ja, doch. Das. Oh ja. Ist das jetzt besser? Ich habe jetzt auch leicht sehbar hier ein Gittermuster aktiviert. Das ist gut für einen Multiplayer prinzipiell. Oder wenn man bauen möchte, dann kann man Lücken leichter übersehen. Glückwunsch, Sie haben alle drei Reliquien. Müssen wir mal schreiben dann in die Kommentare, ob ihr es sinnvoll seht, dass ich das in der Kampagne drin habe. Weil in der Kampagne, glaube ich, ist es witziger, wenn ich mal einen Fehler mache. Und mal eine Lücke offen lasse. So. Nun, da die drei Reliquien sicher in schottischen Kirchen ruhen, sind die Menschen überzeugt, dass wir gesegnet sind. Unser Heer hat jetzt eine Chance in der finalen Schlacht gegen die Engländer. Schottland kann nun mit seinen eigenen Bogenschützen und Rittern gegen Longshanks ins Feld ziehen. Wir marschieren gen Süden nach Falkirk, wo wir auf die Armee von William Wallace treffen und einen gemeinsamen Angriff auf die englische Burg planen. In den Krieg! Es geht jetzt in den Krieg. Die Schlacht von Falkirk. Die letzte Mission, die finale Mission der William Wallace Landkampagne. Die einzige Möglichkeit, das sumpfige Tiefland um Falkirk zu halten, besteht darin, eine Burg und so viele Wälle wie möglich zu errichten. Diese Befestigungen werden unser Lager schützen, während wir die für den Angriff auf die englische Burg notwendigen Belagerungswaffen herstellen. Sobald die Burg gebaut ist, will sich Wallace höchstpersönlich unseren Streitkräften anschließen. Gemeinsam werden wir Longshanks und seine englischen Truppen angreifen.
Oh, Longshanks. William Wallace höchstpersönlich wird uns unterstützen. Das ist auch eine Besonderheit von dem Spiel. Das gibt Heldeneinheiten. Ja, sehen wir gleich noch. Bauen Sie eine Burg, zerstören Sie die englische Burg. Und wie ihr sehen könnt, haben wir schon einiges an Gebiet und auch lauter Beobachtungsposten am Fluss entlang, die wir aber nicht alle halten können, das kann ich jetzt schon sagen. Die Schotten sind auf einen Bevölkerungslimit von 100 beschränkt. Okay, davor war es ja 75, jetzt sind es 100. Dieses Szenario verwendet die Benutzeroberfläche für weitere Befehle, auch wenn sie diese Oberfläche nicht benötigen. Um Age of Empires bietet ihnen dennoch eine nützliche. Okay, unterschiedliche Firmen. Ja, ja, die Schotten, die durch das verfügen, zum Beispiel über eine schnelle und starke Infanterie. Die Briten besitzen Bogenschützen mit hoher Reichweite. Ja, ist, glaube ich, besser. Ihr Späher berichten. Die Schottenblau müssen in Falkirk eine letzte Schlacht gegen die Engländer schlagen. Ihre Unabhängigkeit steht auf dem Spiel. Freedom! Das heißt, William Wallace sei bereits mit Verstärkung auf dem Weg. Er soll mit Schiffen anlegen. Die Engländer Rot haben eine starke Präsenz im Süden errichtet und werden von dort Angriffe auf ihr Gebiet ausführen. Sie ziehen mit Infanterie und ihren gefürchteten Langbogenschützen die Schlacht. Mal schauen, wie gefürchtet das bleibt. Okay, dann legen wir los. Die Engländer können jederzeit angreifen. Sie haben zwar schon ein paar Wälle, aber die sollten sie erweitern, sobald sie über genug Steine verfügen. Ja, tatsächlich. Wir sind noch nicht wirklich dicht. Eigentlich, das kann ich jetzt schon dicht machen. Also was außerhalb der Wälle passiert, ist eigentlich irrelevant. Wichtig ist bloß, na, Palisadentor will ich nicht. Das da, wir machen zu. Weil sonst kommen, glaube ich, ziemlich bald ein paar Späher und Nerven. So, sie können auch Türme bauen, um ihre Stadt zu verteidigen. Einheiten können zur Verteidigung und zum Schutz in einem Turm einquartiert werden. Bogenschützen können aus einem Turm herausschießen. Was auch eine ziemlich interessante und beliebte Technik ist. Man nutzt Gebäude als Barrikaden, also Häuser zum Beispiel als Early Mauern, weil man dadurch Späher in den Weg denied, ins eigene Lager und anders. Und dazu. So, wir machen jetzt erstmal dicht. Die Beobachtungstürme am Flussufer sind mir jetzt relativ wurscht. Wir machen hier zu und sind dann erstmal safe. Die Truppen zusammenführen und, was ich natürlich absolut vergessen habe, massenweise Dorfbewohner nachbauen. Hier in dem Szenario würde sich super schon mal anbieten, ein weiteres Dorfzentrum gleich zu bauen. Kann ich das sogar nicht schon bauen? Nee. Der Sound macht mich ein bisschen nervös, aber theoretisch will man hier nur angehen. Wir könnten ein paar weitere Fernkampfeinheiten machen. Weil das wird ein bisschen am lästigsten sein. Wenn Sie Rohstoffen eines bestimmten Typs haben, können Sie ihn auf dem Marktplatz gegen Gold eintauschen. Danach können Sie mit dem Gold kaufen, was Sie benötigen. Warum wir Überschuss? Ich muss jetzt erstmal zurechtkommen. Erstmal hier, das wird... Um eine Burg bauen zu können, müssen Sie zum nächsten Zeitalter voranschreiten. Der Ritterzeit. Dass ich überfordert bin. Eine Burg. Ja, eine Burg ist gefordert. Nächstes Zeitalter. So, hier haben wir schon mal dicht. Alle. Noch nicht ganz dicht. Ich möchte gerne hier tatsächlich auch einen Verteidigungsturm. Ich hab's ja schon gesagt. Ich bin ein Igler. Ich möchte mich einigen. Mit Hilfe der erweiterten Schaltflächen bestimmen Sie das Kampfverhalten Ihrer Soldaten. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ein defensiver Soldat einen Feind angreift, der in seine Nähe kommt. Klicken Sie auf eine Militäreinheit und sehen Sie sich die Schaltflächen für Kampfverhalten im unteren linken Bildschirmbereich an. Hast du nichts gebaut? Was soll das hier, Lady? Mit den erweiterten Schaltflächen können Sie außerdem Soldaten damit beauftragen, zwischen zwei Punkten durch ein Gebiet zu patrouillieren, etwas zu bewachen oder einer anderen Einheit zu folgen. Ja, aber es ist nicht so dicht, wie ich es gerne hätte. Dementsprechend machen wir hier noch dichter. Und bauen auch hier einen kleinen Turm. Weil irgendwann kommen nervende Einheiten und dann ist so ein Turm sinnvoll. Ich habe zwar ein paar Verteidigungseinheiten, aber wenn der wirklich ernsthaft angreifen würde, hätte ich keine Chance im Moment. Oder der hat schon eine brauchbare Armee. Und die sind schon weiterentwickelt, ja. Dementsprechend alles gut.
Wichtig ist aber auch, anfangs können die Türme nicht in den Nahkampf gehen. Also es gibt erst später eine Technologie. Zugriff auf neue Formationen. Mit einer Kastenformation können sie beispielsweise schwächere Einheiten wie einen Mönch schützen. Ja, werde ich wahrscheinlich nie machen. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, muss ich zugeben. Hat mich nie interessiert. Ja, wir haben jetzt Truppen, wir haben jetzt Türme, wir haben jetzt Verteidigung, wir haben noch keine gute Wirtschaft. Dementsprechend, go, go Gadget. Mehr Wirtschaft, 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 Wirtschaft. Valgere. Nahrung. Ah ja, hier ist eine Mühle schon mir hingesetzt worden. Na gut, dann nutzen wir die Mühle natürlich auch. Wunderbar, wunderbar. Wir müssen diesmal den Krieg gewinnen und das kriegen wir auch hin. Valgere. Schön die Holzfäller, nein, oder noch besser, die frisch produzierten Einheiten zu bauen. Ja, einerseits will ich mir alle Beobachtungsposten einfach abzureißen, dann, aber andererseits, der Gegner ist gerade ein bisschen beschäftigt, ich gönne mir ihn, damit er zu tun hat. Gut, die Wirtschaftlichkeit erhöhen, dann noch hier die Wirtschaft, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, bevor ich hier die ganzen neuen Felder angelegt habe, aber es ist halt so. Ich möchte gern noch. Komm. Das ist das Nervige. Wenn ich nicht schnell genug hier sammeln. Das ist dann der Beweis, dass ich nicht genug Nahrungsproduzenten habe. Habe ich noch irgendwo eine Mühle schon hingesetzt bekommen? Nee, noch nicht. 100 hieß es, es ist Einheitenlimit. Das bedeutet, ich kann noch ein paar Häuser bauen, damit ich mein Maximum rausholen kann. Na, pflanzen wir mal hier mitten rein. Oh, jetzt sind sie an der Mauer. Seht ihr da unten? Rechts. Ah, soll sie da kommen? Soll sie da kommen? Ja, das ist jetzt nicht so. Genau, das ist nicht so klug. Die sind nämlich stark gegen Pferde. Deswegen war es jetzt nicht so klug, was der gemacht hat. Welche Reichweite haben die? 7. Welche Reichweite? 8. Easy. Easy. Schön. Das läuft. Das passt. Alles in Ordnung. Ja, das bedeutet, das läuft jetzt. Nahrung haben wir, beziehungsweise wird gerade produziert. Wichtiger ist, es wird gerade an Einheiten produziert. Einheiten, Einheiten, Einheiten. Der Gegner patrouilliert. Soll er so ruhig machen. Ihr seht gerade vielleicht, wie die Pfeile fliegen und dass überhaupt nichts getroffen wird. Ist leider eine Technologie, die notwendig ist aus einem höheren Zeitalter, dass die treffsicherer werden und fast jeden Schuss treffen. Ansonsten hat man leider die Möglichkeit, mit guten Einheiten, mit schnellen Einheiten einfach herumzulaufen, um ja, den Gegner zu denyen. Tatsächlich, ich hätte gerne... aber ich kann mir kein Dorfzentrum leisten, kein zweites. Ja. Tatsächlich, das ist ein bisschen traurig. Ich brauche Stein dafür. Stein ist notwendig. Ich brauche sogar tatsächlich mehr Stein, wenn mein Ziel ist, eine Burg zu bauen. Erst dann kommen William Wallace und die Verbündeten. Der kommt dann, glaube ich, mit einer richtigen Armee. Der ist auch in der Imperialzeit, wie man an dem Zeichen da rechts sehen kann. Das sind die Zeitalter, wo wir sind. Wir sind zum Beispiel erst in der Feudalzeit. Der Gegner ist in der Ritterzeit. Und William Wallace ist in der Imperialzeit. Aber man sieht auch, bei dem verändert sich nichts an den Zahlen. Das ist einfach irgendwo eine KI-Truppe, die wartet, getriggert zu werden und dann hinzustößt. Diese Hinweise übrigens gebe ich nur hier in der Lernkampagne. Später werde ich dann nimmer Hinweise geben, dass was da alles passiert. Dann werden wir das alles gemeinsam erleben. Ich muss zugeben, es gab so viele neue Kampagnen im Spiel und ich habe sie mir früher mal geholt und gedacht, da könnte man ein Let's Play dazu machen, darauf hätte ich schon Bock. Und was habe ich dann gemacht? Geholt und nie ein Let's Play gemacht. Jetzt endlich. Jetzt ist gerade Ebbe bei anderen Spielen, muss ich zugeben. Ja, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was man zocken könnte. Dementsprechend perfekter Zeitpunkt. Außerdem ist es ja frisch rausgekommen. Deswegen perfekter Zeitpunkt. Übrigens, meine Lieblingstechnologie, diese Federpfeile, weil die machen auch die Reichweite von allen Belagerungs- beziehungsweise allen Fernkampfsachen höher.
Also ganz ehrlich, diese weißen Linien, die bringen eigentlich überhaupt nichts. Machen wir mal diese dunklen. Ich glaube, dunklen werden... Ja, dann so sieht es aus. So sieht es E-Sports-mäßig aus. Ist die Frage, wollen wir das so beibelassen? Also ich lasse es jetzt mal für den Rest der Mission bei und ihr könnt dann gerne in die Kommentare schreiben unter das Video auf YouTube, wie ihr das findet, ob ich das beibehalten soll oder komplett weg. Ist mir beides recht. Ich glaube, wenn ich, bevor das Video rauskommt, sogar weiter aufnehme, würde ich sie erstmal komplett wegmachen. Muss ich mal schauen. Andererseits, sie sehen ja nur von Vorteil. Sie sehen halt schön aus und wir wollen die Kampagne genießen. Also, ich bin hin und her gerissen. So. Wir produzieren zwar weiter fleißig Einheiten, aber ich muss auch irgendwann bedenken, ich brauche auch Truppen noch. Dementsprechend, ich kann nicht nur hier solche Einheiten machen. Ich könnte Stein... Aber wo ist überhaupt das Dorfzentrum? Ah, das kann ich erst in der Ritterzeit produzieren. Kann ich überhaupt schon in die Ritterzeit? Fehlt da noch? Da fehlt noch Gebäude. Nee, 800 Nahrung. Nahrung fehlt. Ja, ich könnte noch eine neue Mühle bauen. Weil dort oben ist gerade kein Platz mehr so richtig. Durch die Gitterlinien konnte ich da jetzt sehen, dass ich hier schön den Platz nach oben noch habe. Dementsprechend waren die hier schon von Nutzen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Gitterlinien mir auf jeden Fall von mir gut helfen können. Dementsprechend weiß ich noch nicht, ob ich sie weglassen sollte oder nicht. Ich finde sie gerade echt gar nicht mehr so schlecht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mit der Zeit auch gar nicht mehr auffallen. Ich glaube, die fallen auch so nicht auf. Die sind recht unscheinbar, muss ich zugeben. Mir gefällt das. So. Und noch ein. Und das müsste an Gold, an Nahrungsproduzenten erstmal reichen. Aber kann man zufrieden sein. Müssen wir bloß ein bisschen abfahren. Haben wir einen Marktplatz? Wir haben einen Marktplatz. Holz verkaufen. Nahrung kaufen. Sie haben genug Rohstoffe, um zur Winterzeit voranzuschreiten. Tun Sie das so bald wie möglich. Oh ja, so bald wie möglich. Ich mache jetzt noch 7 Stück und dann reicht es. Und diese 7 Stück schicke ich zu Gold. Tatsächlich zu Gold, weil Stein habe ich jetzt genug. Und die zerstören weiter. Deswegen habe ich gesagt, ja, lass sie ruhig machen. Die zerstören hier weiter. Fleißig Zeugs. In der Zwischenzeit forschen wir einfach mal. Das mache ich gerne. Einfach random alles erforschen, damit es einfach erforscht ist. Ohne, dass man es nicht... Ohne, dass man es überhaupt braucht. An Milizsoldaten werde ich wahrscheinlich keine ausbilden. Ich präferiere, Pikiniere tatsächlich. Als Trash-Mobs. Als Fernkampfeinheiten und eventuell Pikiniere und dann noch Reiter. Als Bogenschützen, ja, tatsächlich, die Trash-Mobs taugen mir, also, oh. Das ist ein bisschen, ja, es wird jetzt, der Turm wird zwar mit denen klarkommen, aber es ist trotzdem ein bisschen, was ich hier angesammelt habe, die machen wir mal weg. Also die KI ist jetzt nicht die beste, würde ich sagen, wie wir hier sehen können. Ich weiß nicht, ob ich das mag oder nicht. Standard-KI ist nicht die stärkste. Allerdings, ich will ja auch die Story. Die Kampagnen sollen richtig gut sein. Ich will ja die Stories erleben. Ich wüsste nicht, ob eine Schwere da jetzt klüger gewesen wäre. Sie werden in der Ritterzeit jede Menge zu tun haben. Zuerst sollten Sie versuchen, eine Belagerungswerkstatt zu bauen, um dort Rammböcke und andere Belagerungswaffen herzustellen. Wäre eine Idee. Oder ich erforsche erstmal alles, was geht und besonders das, was ich haben möchte an Truppen. Das müssen wir erforschen. Plänkler, wenn mal berittene Bogenschützen, könnte ich mir auch gut vorstellen.
natürlich, dass die Bögen weiterschießen und die Wirtschafts-Upgrades. Die hätte ich eigentlich als erstes machen müssen. Das wäre eigentlich am Anfang notwendig gewesen. Plus als Nahrung tragen sie und mehr kann bewirtschaftet werden. Hier gibt es auch noch eine weitere Erweiterung. Auch ganz praktisch. Aber alles kostet Gold. Es hadert am Gold. Aber dafür war schon das Upgrade gut. Es hadert an Nahrung. Habe ich Gold gesagt? Ich glaube, ich habe Gold gesagt. Es hadert an der Nahrung. Immer an der Nahrung. Ich könnte wieder Sachen verkaufen. Ja, einiges verkaufen. Und dann wieder Nahrung kaufen. Eventuell müssen sie zusätzliche Dorfbewohner damit beauftragen, Steine zu sammeln, damit sie die Burg und die notwendigen Befestigungen bauen können. Nee, tatsächlich haben wir das schon. Wir haben schon. Wir sollen ja bloß eine Burg bauen. Halt! Wenn wir eine Burg bauen, ist aber der Haken an der Sache der, dass... ich glaube, dann William Wallace getriggert wird. Bevor er getriggert wird, möchte ich allerdings eine kleine Armee selbst aufbauen. Wir haben schon mehr Punkte als unser Gegner. Wahrscheinlich durch die Technologien. So, dann stellen wir doch mal eine kleine Armee auf. Ich möchte erstmal, ja, das müssen wir noch erforschen. Der Schmiede, das hat Zeit, bis ich die Truppen ausgehoben habe. Plänkler möchte ich. Wenn der schon seine bescheuerten Elite-Bogenschützen hier Langbögen hat, dann setze ich Plänkler ein, die machen die weg. Gibt's eigentlich... Ja, es gibt auch eine Taste, um mehr auf einmal zu produzieren. Also erstmal ein Stoßtrupp Plänkler. Pikeniere. Nehmen wir auch mal gleich mal eine gute Menge. Und der Rest, die Premium-Einheiten aus Gold, werden halt dann die Ritter werden. So sieht's aus. Das ist der Plan. Eine noch, komm. Eine noch. Ich hab gern Synergie, Symmetrie, meine ich. Oder? 15, 15, 15, so in etwa. Kennt ihr das auch? Wenn irgendwas nicht symmetrisch ist. So, die Universität. Ein neues Gebäude aus der Ritterzeit. Auch ein ziemlich wichtiges Gebäude. Es tut besonders die Belagerungs- und Verteidigungstechniken erweitern oder verbessern. Oh, wir sehen mehr. Ja, deswegen. Ja, wir sehen mehr. Will er wirklich herkommen? Will er Stress machen? Wollen die Stress machen? Die wollen Stress machen. Die wollen eigentlich Stress machen. Oh, mit Belagerungsgerät. Ramböcke. Die wollen die Mauer einstürzen lassen. Die Mauer muss weg, ist da die Devise. Nee, das ist sie nicht. Ah, meine treffen noch nicht gut. In der Universität, eines der wichtigsten Gebäude, können wir viele geile Sachen machen. Dieser Rambock, der ist gut gegen Gebäude, aber schlecht gegen Nahkämpfer. Nahkämpfer reißen sie. So, in dieser Universität können wir zum Beispiel unsere Türme weiterentwickeln, aber auch die eine Entwicklung, die ich gesagt habe, Bogenschützen, Dorfzentren, Bogen, Galeeren, bla bla bla, schießen genauer auf bewegliche Ziele. Sehr wichtig, damit meine Fernkämpfer was treffen. Auch geil? Nein, doch nicht geil. Türme. Das ist auch eine. Habe ich ja auch erwähnt. Anfangs können Türme nicht Nahkampfangriffe, weil die sind halt dann... Man kann halt nicht direkt nach unten schießen als Bogenschütze. Das ging halt damals nicht. Aber wenn man Mörderlöcher entwickelt, dann kann man da Steine und sowas, Teer oder so, rausschmeißen. Auch nützlich. Dann kann man natürlich die Wachtürme weiterentwickeln. Aus Beobachtungstürme werden Wachtürme. Man kann die Steinwälle verbessern, man kann Gebäude generell verbessern. Dorfbewohner werden auf einmal zu Ramböcken, so in etwa. Ja, gibt ein paar coole Sachen. So, was uns noch fehlte, was uns das Spiel ja gesagt hat, was uns fehlte, war auch eine Belagerungswerkstatt. Jetzt können wir auch ein Dorfzentrum bauen, kostet 100 Steine. 100 Steine geht sogar. Ich dachte, es ist teurer. Aber wir brauchen auch hier diese... Na, wobei, das könnte ich. Wir brauchen eine Waffenschmiede. Die pflanzen wir mal hier. Und danach können wir die Burg bauen. Wie ja gewünscht vom Spiel. Oh, die platzen wir da. Dass sie auch schön hier noch als Verteidigungsanlage dient. In der Zwischenzeit, während das alles gebaut wird, gehen hier die Forschung weiter. Also hier schön ein anderes. Gut gemacht.
In ihrer neuen Belagerungswerkstatt können sie nun Ramböcke herstellen. Ramböcke sind zwar langsam, halten jedoch einem Pfeilhagel stand und sind besonders gut dafür geeignet, Wälle niederzureißen. Sie brauchen sicher einige Ramböcke, um die englische Burg anzugreifen. Ja, obwohl ich zugeben muss, ich bin kein Fan von Ramböcken. Es gibt nämlich in der Burg was viel geileres, Trieböcke. Die nutze ich eher normalerweise. Aber das Spiel möchte jetzt Ramböcke, das Spiel bekommt Ramböcke. Außer möchte ich Ritter haben. Und ich sehe gerade, Einheitenlimit. Verflucht! Ich habe ein bisschen zu viele Trash-Mobs, befürchte ich. Naja. Das ist dann so. Mit den Einheiten kann ich auf jeden Fall die Armee beziehungsweise den Gegner niedermachen. Besonders da William Wallace ja auch noch kommt. Den haben wir fast schon wieder vergessen, nicht wahr? Nee, der kommt auch wieder. Türme richten. Eigentlich, ich habe keine Türme. Ich dachte immer, dann Fernkämpfer richten mehr an, weil sie Feuerpfeile oder sowas bekommen. Aber das ist dann gar nicht. Glühende Geschosse ist eher gegen Schiffe und so. So, gibt es noch irgendwas hier Relevantes zu machen? Oh, ein bisschen mehr... Oh, ich könnte sogar in die Imperialzeit hier in dem Spiel. Hm. Das war nicht notwendig. Toll, Sie haben die Burg fertiggestellt. Sir William wird bald hier sein und dann ist es an der Zeit, die Engländer anzugreifen. Die sind auch cool. Petardier. Das sind einfach Suizideinheiten. Hm. Oh, Wallace ist eingetroffen. Oh ja. William Wallace. Der wird sogar als Held besonders hervorgehoben. Das ist neu. William Wallace, 20 Angriff, hohe Verteidigung, gute Einheit. Und wir haben hier sogar Galeeren und alles, die können schießen. Wir haben hier Transportschiffe, die wir nicht benötigen. Und wir haben hier ein paar zusätzliche Einheiten. Eine der mächtigsten Einheiten kann in der Burg erschaffen werden. Erschaffen Sie 10 weitere Freischärler. Ja. Was? Wie soll ich 10 weitere... Junge, das geht nicht. Kid? Das ist nicht möglich. Ich kann keine 10 weiteren Freischärler machen. Und ich habe gerade keinen Platz mehr für die, dass die noch irgendwas machen. Ich werde stattdessen einfach den Gegner jetzt angreifen und vernichten. Wir können ja hier schön jetzt... wo geht's denn hier überhaupt rüber? Hier geht's rüber. Ah, wir versammeln uns hier. Und setzen und tun unsere Kräfte zusammenlegen. Warum wollt ihr da ein Pogo spielen? Oder tanzen, wie auch immer. Ja, die Schiffe sind ein bisschen schwach, würde ich sagen. Die könnte ich jetzt eigentlich nicht gebrauchen, weil wir haben zwar hier einen Fluss, aber ich gehe nicht davon aus, dass... Mit William Wallace und seinen Freischärlern an ihrer Seite haben die Engländer ein Problem. Sobald sie über ein großes Heer und viele Belagerungswaffen verfügen, zerstören sie die englische Burg. Wenn, dann zerstört die Einheiten. Diese Einheiten. Das ist doch schön. Ja, ja, schön diese Einheiten killen. Sehr schön. Ja, da kommen jetzt ein paar mehr. Da hätte ich jetzt gern Plankler stattdessen. Kommt hier raus? Oh ja, hier ist tatsächlich viel los. Ach du Schande. Kann ich alle auf einmal befehligen? Ah, es gibt... Ah, 60er-Begrenzung. Irgendwas sowas habe ich befürchtet. Warte mal, gab es ein Achievement, dass man ein Schiff auf dem Wasser gekillt hat? Hm. Naja, greif mal an. Geh mal einfach Full Ham mit allen. Nein, jetzt müssen sie sich neu formieren. Ja, lauft allein, Herr Ramböcke. Weil sonst bremst ihr nur die anderen Einheiten. Schön die Langbogenschützen fertig machen, das ist immer gut. Ja, eigentlich wären jetzt die Ramböcke ganz gut, aber die brauchen ein bisschen. Deswegen bin ich kein Fan von Ramböcken. Da muss man warten, die müssen nach vorne und so. Ihr könnt ruhig hier angreifen. Komischerweise greift nämlich dieser Wachturm nicht an. Dementsprechend Angriff. Oh doch, der greift an. Jetzt sehe ich die Pfeile fliegen. Ramböcke. Hm.
bis die da sind, habe ich mit Rittern eingerissen. Aber für Burgen sind sie ganz gut. Also um Burgen einzureißen, da taugen sie schon. Das muss man schon sagen. Es ist dann ganz gut, hier das zu machen, aber... Jetzt ist hier kein Platz für die. Oh, meine Pikiniere sind drin. Greift sie an. Jawohl. Uff, das kann ein bisschen dauern, hier durchzukommen mit der KI. Jawohl, die haben das Tor geöffnet. Jetzt kommen wir rein. Oh, lass mich durch. Endlich. So, wir müssen bloß die gegnerische Burg zerstören. Deswegen können wir eigentlich schnell mal... Hier sieht's gut aus, nach einer Burg. Und scouten wir mal schnell, wo ist denn die Burg? Und dann zerstören wir die Burg. Machen dabei die ganzen Türme hier weg. Und so. Die kämpfen hier. Wir verlieren zum Glück einige Truppen. Dann kann ich auch alle irgendwann steuern. Ich hätte auch hier sie auch schön auf Schnelltasten legen können, aber ich weiß, dass es hier nicht zwingend notwendig ist. Dementsprechend Angriff. Ah, das mit den... Das ist echt schlimm, dass sie sich mal umformieren wollen. Wir wollen jetzt hier hoch und prinzipiell zur Burg vorrücken. Ist bloß die Frage, haben die noch Verteidigungseinheiten auf dem Weg dazwischen? Wenn ja, wir haben Blänkler. Hier sieht's nach Burg aus. Hier kommt bald die Burg. Jawohl, da ist sie. Angriff. Das ist ein Job für euch. Ihr findet ihn. Ach ja, wir könnten auch Einheiten in diese Ramböckereien verschanzen, um sich halt zu sichern. Ach, das ist ein Bogenschütze. Killt ihn. Zeigt mir, wie stark ihr seid gegen Bogenschützen. Oh, okay. Jetzt kommen die Ramböcke zum Einsatz. Deutlich stärker gegen Bogen. Oder generell als Belagerungsmaschinen halt gut gepanzert. 180er Rüstung. Also, man muss da sehen, da kommen vielleicht 5 Pfeile raus und macht 5 Schaden. So in etwa. Jeder Pfeil macht halt den minimalen Schaden. Ein Schaden. Genau. Komm, wir eben wollen. Jetzt kannst du auch mal draufhauen. Wenn du noch hinkommst, kommst du wahrscheinlich gar nicht mehr hin. Wir werden siegreich. Die Engländer sind down. Brackelt die Burg. Im Kartenhaus ist alles zusammengebrochen. Die englische Burg bei Falkirk existiert nicht mehr. Die englischen Ambitionen in Schottland werden nun sicher ein Ende nehmen. Ende mit Brexit. Alle Streitkräfte haben gesiegt. Schexit ist jetzt Schotten-Exit. Sehr gut. Wir haben gewonnen. Ausgezeichnet. Oh, Schottlands Wächter. Achievement. Unsere Lage in Falkirk schien ausweglos. Dennoch konnten wir gegen die zahlenmäßig überlegenen Engländer mit ihren reichweitenstarken Langbögen einen Sieg erringen. Die englische Burg wurde geschleift und eine schottische wird an ihrer Stadt errichtet. William Wallace hat uns den Weg zum Sieg gewiesen. Zwar ist er nur ein Mann, doch inspiriert er andere zu großen Taten. Viele der schottischen Ritter und Lords haben gemeinsam mit ihm zum Schwert gegriffen. Das Schwert von Wallace misst 5,5 Fuß und wurde natürlich in Schottland geschmiedet. Er hat geschworen, nicht zu ruhen, bis es den Hals von Edward Longshanks durchtrennt hat. Unser Kampf geht weiter. Doch wir haben die Kunst des Krieges erlernt. Jetzt sind es die Engländer, die sich fürchten müssen. Aber zumindest im Film war es ja dann so, dass durch Intrigen dann doch die Engländer gewonnen haben und Wallace geopfert wurde, prinzipiell. Naja. Ja, das war die allererste Kampagne. Sozusagen die Lernkampagne dieses Spiel. Ich bin immer noch irritiert. Es kann sein, dass es unterschiedliche Medaillen gibt. Vielleicht ist es aber auch einfach bloß ein Standardanzeichen, dass man es geschafft hat. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen zuzusehen.
Es würde mich rasend interessieren, wie ihr es findet. Wollt ihr mehr davon sehen? Wollt ihr die ganzen anderen Kampagnen sehen? Also die nächste wäre der Reihenfolge nach die von Johanna von Orléans. Also ich versuche, die Reihenfolge zumindest zu Beginn einzuhalten. Also erst, wenn wir hier weitermachen, würde ich die Kampagnen der Age of Kings, so hieß das Originalspiel, Kampagne zu machen. Das ist Johanna von Orléans, Barbarossa, Saladin müsste es sein und Genghis Khan. Ich glaube, diese fünf Kampagnen waren ursprünglich in dem Spiel drin. Dann gab es die erste Erweiterung, The Conquerors, das ist zum Beispiel Exit, und dann ging es nach Amerika, da haben wir Conquerors, das ist schon wieder was anderes. Ihr seht schon, bei The Conquerors, da habe ich dann schon... bin ich schon irgendwie ausgestiegen. The Conquerors Kampagne, Attila der Hunde noch, genau, The Forgotten kam dann irgendwann, da kann ich mich gerade erinnern. Die letzte war, glaube ich, Rise of the Rajas gab es dann. The Last Khans gab es dann zusätzlich. Oh, so viel Content! Und das ist nicht mal alles. Es gibt noch Nutzerkampagnen. Ich habe tatsächlich schon Nutzerkampagnen runtergeladen. Also in den Mods prinzipiell gibt es jetzt schon eigene Kampagnen von anderen Spielern. Richtige Kampagnen, also wenn man hier so schaut, Blood, ja, ist halt wahrscheinlich auf Englisch, aber oh, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel leider. Aber vielleicht das da. Genau. Mit eigenen Texten und alles und Pipo, eigenen Karten, ziemlich cool. Das ist eine Mod-Kampagne. Außerdem gibt es noch historische Schlachten und je nachdem, wie das Interesse bei euch ist, wenn wir das alles durchmachen. Ich hätte Bock drauf. Zur Zeit. Kann sich natürlich mit der Zeit ändern, weil das wird ein Megaprojekt, wie es jetzt aussieht. Ein richtiges Megaprojekt. Und es ist stark abhängig von eurem Interesse. Wenn euer Interesse niedrig ist, dann habe ich auch irgendwann keine Lust mehr, muss ich zugeben. Ich werde ein bisschen genährt von eurem Feedback. Also wenn es euch gefällt, gefällt es mir und dann habe ich voll Bock drauf. Wenn ihr kein Interesse daran habt, dann... Ich finde auch andere Sachen, worauf ich Bock habe und worauf ihr vielleicht Bock habt. Weil wenn das zusammenpasst, dann ist es immer am geilsten für einen Let's Player. Muss ich einfach zugeben. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, dass ihr 2 Stunden lang fast durchgehalten habt. Oder länger sogar. Und vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.